Metropolen der Welt und die Hauptstadt der Weltwirtschaft. Alles geschieht hier in einem rasenden Tempo. Die Menschen haben es immer eilig. Sie hasten aus ihren Häusern, sie hasten in ihre Büros. Sie wollen dem Leben immer einen Schritt voraus sein. Wer langsam ist, der hat hier nichts verloren. Obwohl New York tausende von Meilen von Indien entfernt ist, wimmelt es hier nur so von Indern. Es heißt sogar, dass jeder vierte New Yorker ein Inder sei. Und man könne... Oh, stopp! Das da, das bin übrigens ich. Diese Stadt hat mir gezeigt, was es heißt, auf eigenen Beinen zu stehen, Verantwortung zu übernehmen und dem Leben ins Gesicht zu schauen. Aber sie hat mir nicht gezeigt, was es heißt, zu lieben. Dazu war nie Zeit. Immer wenn ich die Stadt von der Ferne aus betrachte, erinnere ich mich an meinen Vater. Immer wenn ich ganz nah bei ihm sein will, gehe ich zu dieser Brücke. Ich heiße Nena Catherine Kapoor. Und das ist meine Geschichte. Ich verstehe Sie ja, Mr. Sharp, aber bitte versuchen Sie auch mich zu verstehen. Sie müssen mir den Kredit verlängern, bitte. Ich weiß, das Restaurant liegt zentral und hat auch recht viel Laufkundschaft, aber die Konkurrenz ist so groß. Das ist meine Mutter, Jennifer. Seit Vaters Tod trägt sie die Verantwortung für die ganze Familie. Trotzdem lässt sie uns ihre Sorgen nie spüren. Danke sehr. Aber bin wieder da. Wo warst du denn? Im Central Park war ich. Warum denn? Um jemanden zu treffen. Um jemanden zu treffen? Ja, mein Lover. Rechnung, Rechnung, Rechnung. Der Brief ist streng vertraulich. Der ist für mich. Post fürs Vito. Schon wieder für die anderen Kapurs. Wann kapiert der Briefträger endlich, dass wir mit einem U und die anderen mit Doppel-O geschrieben werden? Der muss... Du hast geweint. Nein, habe ich nicht. Du hast, Mama. Meine Mutter und ich, wir beide machen uns täglich etwas vor. Was, Ehevermittlung? Was soll das? Post von einer Ehevermittlung? Was soll das? Was soll das? Warum fragst du nicht deine Großmutter? Du musst nicht so tun, als ob dich das überraschen würde. Warum lässt sie mich damit nicht in Ruhe? Ich habe nicht vor zu heiraten. Sie macht sich nun mal Sorgen um dich. Mom, wo steckt sie? Da, wo sie gegen 8 immer steckt. Hey, Jungs! Gleich geht's wieder los! Meine Großmutter Lachuchi träumt von drei Dingen. Erstens, dass New York ein Teil Indiens wird. Zweitens, dass ich möglichst schnell unter die Haube komme. Und drittens, dass meine Mutter ins Gras beißt. Göttin Sareshwati, Ehrwürdige, seit vielen Jahren dienen dir diese Frauen mit ihren Liedern. Von nun an werden Kammo, Wimmo und ich, Lachuchi, sei gegrüßt, für dich singen. Ohne weiter viel Zeit zu verschwenden, präsentieren wir dir mit deiner gütigen Erlaubnis ein wunderschönes Lied. Pritam, komm zu mir. Gewünscht haben sich das alle unsere Nachbarn, allen voran Chata. Meine Damen, sehr nett von Ihnen. Kamo? Wimmo? Lo!
Los, Lacho G. Los, Lacho G. Pritam, komm zu mir. Pritam, komm hierher. Du kannst nie woanders bleiben und deine Heimstatt finden als hier bei uns. Pritam, komm. Aufhören sofort! Unser Gebet! Du wagst es zu unterbrechen? Damit beleidigst du die Göttin. Schämst du dich nicht? Schämen müsstest du dich. Du versuchst, unsere Nachbarn Chada herüberzulocken. Was denkst du dir nur aus? Wir singen Pritam, komm zu mir. Und wie ist Chadas Vorname? Pritam. Was ist das? Was? Das. Endlich, das Ehevermittlungsinstitut hat Fotos geschickt. Sie sind so gut aussehend. Wirklich, alle drei. Alle drei? Das ist doch nur einer. Nein, wir haben die Auswahl. Wie war gleich nochmal die Anzeige? Kindchen, 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 such dir doch einen Mann aus. Nimm sie gleich alle drei. Einer reicht nicht. Nie im Leben heirate ich so einen Kerl. Jetzt sei doch vernünftig. Du wirst doch auch mal Kinder bekommen. Aber das ist nicht schwer. Die kann ich auch ohne Ehemann kriegen. Rein mit dem Ball, rein! Ja! Mein Bruder Schiff muss an Krücken gehen. Deshalb darf er zwar nicht selbst Basketball spielen, aber er kann vor Begeisterung genauso toben wie andere Jungs. Ja! Schluss! Mach den Fernseher aus. Immer nur Basketball, Basketball. Ich kann doch wenigstens zugucken, wenn ich schon nicht spielen kann. Versuch es ja nicht auf die Mitleidstour. Alles klar? Beeil dich. Gia, hilf ihm ein bisschen. Hast du meine Puppenfamilie schon gesehen? Gia. Das ist die Mama. Das bist du. Das ist Schiff. Und das bin ich. Und das... Na, seid ihr schon wach? Du siehst heute wieder wie Harry Potter aus. Harry Potter, Oma. Merkst du? Ach, meinetwegen wie Harry Potter. Guten Morgen, Oma. Ja, ja. Hör mal, Schiff. So sehr Großmutter Schiff liebt, so sehr hasst sie Chia. Chia ist adoptiert worden und genau deshalb gehört sie für Großmutter nicht zur Familie. Und Chia? Die Oma-Puppe hat in ihrer heilen Puppenwelt keinen Platz in der Familie. Auch in anderen Angelegenheiten gibt es Differenzen bei uns. Zum Beispiel, was ihren Sikh-Guru Nanak und unseren Jesus angeht. Heil, Guru Nanak, heil dir. Denn dein ist das reiche Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Mir ist so kalt. Ist denn die Heizung an? Großmutter, du heizt mir schon genug ein. Was? Ach, nichts. Sie streiten. Halt die Klappe. Wetten? Hör auf, mich zu nerven. Ich setze doch nur $1. Was gibt's zum Frühstück? Früchte und Haferflocken. Hä? Haferflocken. Was denn für Flocken? Schneit es schon wieder? Nein, Oma, kein Schnee. Gesundes Frühstück. Das macht sie mit Absicht, dass es schon wieder diesen Brei gibt. Meine Schwiegertochter wird niemals richtig indisch kochen können. Liebste Schwiegertochter Jenny. Weißt du, Nina, ich hatte einen wunderbaren Traum in der letzten Nacht. Ich habe indisch gegessen, ganz fein, Kartoffelfladen, ganz frisch, mit brauner Butter, ganz heiß. Ach, wie sehr mir die Heimat fehlt. Wenn sie dir so sehr fehlt, dann musst du eben umziehen. Nicht wahr, Nina? Halt! Ich kann aber nicht umziehen. Was denkst du dir denn? Was soll aus den Kindern werden? Mein Liebling, ich muss mich um dich kümmern. Ganz recht. Du kümmerst dich aufopfernd um sie. Haha, soll das vielleicht wieder eine Spitze sein? Und wer kümmert sich um mich? Wenn bloß mein Sohn noch am Leben wäre, würde er... Das würde er. Aufhören! Hört jetzt auf! Hier hast du deinen Dollar. Du hast gewonnen, wie üblich. Bist du jetzt zufrieden? Und ihr beiden? Och, was rede ich? Es ist jeden Morgen dasselbe. Irgendwann fangen die zwei einen dummen Streit an. Und ich renne wütend weg, um mir das ebenso dumme Geschwätz meiner Freundin Sweetie anzuhören. Hey. Hi, warte eine Sekunde. Also, ich nehme 2 Zuckerdonuts, 2 Blaubeermuffins, 2 Schoko-Cappuccinos. Und was willst du? Sweetu, mit richtigem Namen Jaspreet Kapoor, von den Kapoors mit 2 U. Meine Nachbarin und gleichzeitig beste Freundin hat 2 Probleme. Erstens, sie nimmt einfach nicht ab. Und zweitens, es stört sie nicht im geringsten. Was willst du? Einen doppelten Espresso für mich, bitte. Ich habe mal wieder einen Brief für dich, der bei uns gelandet ist. Was musst du auch unbedingt Kapoor heißen? Oh, wow, Nena, die Blind-Date-Anmeldung ist da. Was für eine Anmeldung? Ach, Blind-Dates sind total cool. Die sind der letzte Schrei. Kriegst ein Formular, beschreibst den Typ Mann, den du gern hättest, schreibst ein bisschen was über dich und das Institut bringt euch zusammen. Super leicht geht das. Na toll. Und was hast du geschrieben? Die Wahrheit, nichts anderes. Die reine Wahrheit. Welche Wahrheit? Dass ich entfernt Ähnlichkeit mit Miss India hätte. Aber genau im Hinsehen mit Miss Piggy. So ein Pech. Mein neuer Mann, so ein Mist. Doch. Oh mein Gott, sieh dir diesen coolen Typen an. Ich bin cool, hab alles unter Kontrolle. Der ist so süß und der hat auch... Vito, komm wieder runter. Unten bin ich doch jeden Tag. Der ist so süß, der ist so halt heiß. Halt den Mund. Kerle. Was anderes hast du nicht im Kopf. Und wenn du ihn kriegst, dann heiratet ihr. Du sitzt zu Hause und kriegst einen Stall voller Kinder. Und weiter? Der tolle Typ wird dich am Ende alle sitzen lassen. Und was wird dann? Was wirst du machen? Was wird dann?
Dann heirate ich eben nochmal. Was soll ich sonst machen? Vergiss es. Ich... Oh. Ach, Nena. Weißt du, meine Schwester hat doch recht. Baby, du brauchst Hilfe. Hm? Du und deine blöde Schwester. Ihr bescheuerten, gemeinen Idioten. Ihr ruiniert das Geschäft. Chas. Vollständiger Name Jasminda Kapoor. Sie ist Zvitus Schwester und leider auch Mamas beste Freundin und Geschäftspartnerin. Auch sie hat ein Problem. Sie wehrt sich mit Händen und Füßen gegen das Älterwerden. Oh, Kundschaft. Hey, drei Kaffee bitte. Kommen sofort. Das Gerüst. Ja, ja. Danke. Mami. Ihr verdammten Blindgänger. Ja, ja, es tut mir ja leid, Jenny. Lass es jetzt gut sein. Es ist nichts gut. Hier ist gar nichts gut. Wir hatten Gott sei Dank ein paar Gäste hier. Aber durch deine Höflichkeit bleiben die ja auch noch weg. Hör mir zu. Na, du hörst mir mal zu. Wenn wir den Kredit an die Bank nicht zurückzahlen können, dann verlieren wir vielleicht das Restaurant. Und was machen wir dann? Wir müssen doch... Oh Gott. So ein Mistwetter. Ich hasse Regen. Ich hasse Regen. Nena! Ups, Verzeihung. Mein bester Freund. Den hätte ich doch beinahe vergessen. Darf ich vorstellen, Rohit Patel, der Sohn von Karzan Bai und Salaben Patel. Sein Vater ist einer der reichsten Gujaratis in Amerika. Er besitzt eine bekannte Fastfood-Kette, die Call a Curry heißt. Rohit lebt allein in New York und arbeitet in einer Werbeagentur. Aber so richtig kriegt er nichts auf die Reihe. Macht's gut, Leute. Na, was schön in den Hemden. Ja, sehr schön. Gut. Und ich brauche dann noch Ihre Unterschrift. Hier bitte und hier. Julia. Darf ich Sie einladen? Darf ich Sie zum Essen einladen? Darf ich Sie zum Essen einladen? Ja. Schön, dann hole ich Sie gegen 7:30 ab. Armer Rohit. Er hält sich für ziemlich cool. Ist es aber nicht. Aber er gibt niemals auf. Hey, Süße. Meinen Sie etwa mich? Wen denn sonst? Dieses Rhinoceros da vielleicht? Ich bin Rohit. Das können Sie vergessen. Ich bin nämlich verheiratet. Das ist doch kein Grund. Na und? Das vergisst du nämlich ganz schnell. Mit ihm. Lass ihn runter! Ich hab's nicht so gemeint. Glauben Sie mir, ich ersticke, wenn Sie nicht loslassen. Lass los, hör doch auf! Viel Glück beim nächsten Mal. Nena! Das ist also Rohit, Nena! Woher ich ihn kenne. Seit einem Jahr besuchen wir gemeinsam einen Abendkurs in Betriebswirtschaft. Entschuldige die Verspätung. Gehen wir? Was war denn? Ach, nichts. Ich bin im Aufzug stecken geblieben. Irgendein Rhinoceros hat dazu festgedrückt. Ah, versteh schon. Wie heißt sie? Keine Ahnung. Ihr Mann oder Ihr Freund? Ihr Mann. Und wie heißt er? Er hat sich bei mir nicht vorgestellt, bevor er mir die Fresse poliert hat. Oh, Rohit, das tut mir aber echt leid. Schon gut, nicht der Rede wert. Dass er nicht härter zugeschlagen hat. Danke. Wie ist dein Wochenende gelaufen? Fantastisch. Bin in London und Paris gewesen. Ah, wieder meine Traumreise. Jedenfalls, mein Wochenende, das war spitzenmäßig. Laila und ich, nur wir beide, zusammen in einem Bett, das ganze Wochenende. Oh, das ging ab. Bitte. Oh, Laila, hör auf. Hör auf damit. Oh. Nein, nicht da. Hör auf, bitte. Laila. Weißt du, zum Glück bist du nicht so wie die anderen Frauen in New York. Bist du überhaupt nicht sexy, fällst nicht weiter auf. Und das Wichtigste, du hast immer Zeit für mich. Ich mag... Danke, Rohit. Du hast es echt drauf, Komplimente zu machen. Idiot. Hi. Gita Parekh, Neuzugang.
Sie ist schon mal geschieden. Erste Vorlesung. Lass bloß die Finger von ihr. Hi. Hi. Setz dich doch. Und wo? Eigentlich ist in meinem Herzen noch ein Platz frei, aber vielleicht tut's auch. Der sitzt hinter mir. Meine Damen und Herren. Bitte. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Vorlesung über die Wirtschaftlichkeit sogenannter in Dinner um 9. Vor allem die Mitarbeiter. Psst, pass doch auf. Stellen womöglich abgebaut werden müssen. Heutzutage, ich beginne jetzt mit meiner Präsentation. Als für dich, okay. Und jetzt zeige ich Ihnen noch die verschiedenen Triebkräfte. Was Rohit wohl immer in sein schwarzes Tagebuch schreibt? Ich habe ihn nie danach gefragt. Er ist verrückt. Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, da konnte ich ihn nicht ausstehen. Aber er ist mein bester Freund geworden. Weil er ein echt netter Typ ist. Woher ich das so genau weiß? Ganz einfach. Er hat sein Date an diesem Abend nicht abgesagt. Das ist ein sehr guter Tropfen. Probieren Sie. Zum Wohl. Zum Wohl. Meinst du wirklich, das schmeckt? Krepp mit Maronfüllung. Ja? Wenn ich bei Rohit bin, kann ich alle meine Probleme vergessen. Sehr gut. Da könnte ich noch ein bisschen vertragen. So. Herr Ober. Chef, geht es dir gut? Zeig mal. Ist alles in Ordnung? Lass mal sehen. Das habe ich nicht gewollt. Bitte, wenn er sich wehgetan hätte, hä? Hast du keine Augen im Kopf? Mein alles Enkelsohn gut, ist krank. Verstehst du? Hör auf, sie kann nichts dafür. Nichts dafür? Du hast sie schrecklich verzogen. Man muss ihr mit fester Hand zeigen, wo ihr Platz ist. Bleib sie von dir auf die Weise, wie man verzeiht. Ich habe keinen Grund zu verzeihen. Nicht mal dir kann ich verzeihen. Mir? Was habe ich dir getan? Ach, los, hör schon auf. Nein, das will ich auf der Stelle wissen. Jennifer, zwing mich nicht. Los, los, raus mit der Sprache. Sag mir die Wahrheit. Bin ja nicht so frech. Hast du vielleicht Angst? Wovor denn? Meinetwegen hat sich mein Sohn damals... Aufhören. Was alle in diesem Hause wussten, aber nie einer zu sagen wagte, wurde an jenem Tag zum ersten Mal ausgesprochen. Vaters Tod war kein Unfall. Mein Vater hatte seinem Leben selbst ein Ende gesetzt. Die Wahrheit ist immer bitter. Die Wahrheit kennt niemand genau. Vor allem du nicht. Ist ja gut, Shia. Hör auf zu weinen. Sie hasst mich. Nein, Liebling, das tut sie nicht. Aber sie hasst dich. So was darfst du nicht sagen. Sie ist nur wütend. Es wird alles wieder gut. Und wann wird alles gut, Mama? Weißt du, mein Junge, als ich noch klein war, habe ich oft wegen Kleinigkeiten geweint. Da hat meine Mama zu mir gesagt, dass der liebe Gott einen Engel auf die Erde schickt, der meine Tränen jeden Tag abwischen wird. Meine auch? Ja, meine Süße. Deine auch. Unser Engel wird kommen und wischt uns die Tränen ab. Er bringt uns ganz viel Freude. Und er nimmt unsere Sorgen an einen fernen Ort mit. Aber der Engel soll recht bald kommen. Wisst ihr was? Heute wollen wir beim Abendgebet den lieben Gott um unseren Engel bitten, okay?
heiratest du den Typ, du sitzt zu Hause und kriegst einen Stall voller Kinder. Und weiter? Der tolle Typ wird euch am Ende alle sitzen lassen. Und was wird dann? Was wird dann? Ha? Dann heirate ich eben nochmal. Was soll ich sonst machen? Lieber Gott, wenn du das hörst, dann schicke uns in unsere Dunkelheit ein kleines Licht. Weiß, wie es geschehen ist, aber die Wolken haben sich verzogen und die Sonne lachte auf uns herab. Dann zeig's uns doch, wie es geht, kleiner Scheißer. Wenn ich es könnte, dann würde ich dir schon zeigen. Hallo, Kleiner. Hallo, Süße. Hallo, Puppe. Wer bist du? Was willst du hier? Oh, entschuldige. Ich bin Amman. Hallo. Mama sagt, wir dürfen mit fremden Pennern nicht reden. Sie meint nicht fremde Penner, sondern fremde Männer. Ach so. Gott sei Dank bin ich kein Fremder. Ich wohne nämlich gleich gegenüber von euch. Quatsch. Da wohnt nämlich der komische Onkel Chada. Ich weiß das. Das ist mein Onkel. Da hast du dich verplappert. Ja, da hat er sich verplappert, schon gut. Ich weiß ja, dass er komisch ist. Außerdem habe ich gehört, dass sich Onkel Chada unheimlich verknallt haben soll in eine verrückte Alte. Wahnsinn. Das ist unsere Oma. Ups, jetzt habe ich mich auch. Verplappert. Jetzt sind wir quitt. Wie heißt eure Großmutter denn? Oma. Was für ein schöner Name. Hört ihr auf? Hey, Leute. Na sowas, es gibt indische Bettler auch in New York. Das sind doch keine Bettler, das ist Oma mit ihren Freundinnen. Oh, ihr Armen, ihr tut mir wirklich leid. Vielleicht kann ich was machen. Viel Glück dabei. Wenn ihr auf die Armen hört und den Ärmsten einen Dollar gebt. Hallo, Großmutter. Platz und Sie. Millionen dafür belohnen. Hey, Oma. Und das wird ein Sturm zurück. Die Göttin hat unsere Gebete erhört. Tatsächlich? Aber natürlich. Hey, Latsotzi. Oma, richtig? Hm. Oma. Jennifer Lopez! Hä? Spice Girls, hier unten! Hier steht! Was wollen Sie denn? Geben Sie Ruhe! Wir dürfen wohl noch zur Göttin Sareshwati beten! Ehrlich, das soll ein Gebet sein? Das Gejaule macht die Göttin ja taub! Ich spreche nur für die Göttin Sareshwati. Sie lässt ihn freundlich ausrichten. Bitte, bitte mit dem Singen aufzuhören! Was erlauben Sie sich? Ja klar! Sehen Sie, diese kleinen, harmlosen, unschuldigen Engelchen! Wie friedlich sie Ball spielen. Sollen sie den Glauben an die Musik verlieren? Und du? Wer bist du, dass du dir solche Frechheiten erlauben kannst? Genau. Oh, Verzeihung, ich habe doch glatt vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Amman Matur, ihr neuer Nachbar. Und dazu Onkel Chadas Neffe. Was, Chadas Neffe? Na, Chuchi, nichts für ungut. Mein Neffe hat sich nur einen kleinen Spaß erlaubt. Riecht das hier nach einem romantischen Abenteuer? Da läuft doch was zwischen euch, hab ich recht? Ganz schön sexy. Schluss jetzt! Vorsicht! Hören Sie zu, wenn Sie weiter singen wollen, schieße ich Sie zum Mond. Wenn Sie einverstanden sind, bringe ich Ihnen Singen bei. Bedingung? Sie halten für eine Weile den Mund. Was? Chadler, wie redet dein Neffe mit uns? Was soll dieser Höllenlärm? Für einen Streit ist es noch zu früh. Ach.
Rindschlange. Kommt einfach daher und stört uns beim Singen. Und das Frechste dabei ist, dass er selber gar nicht singen kann. Und so hat er verwandt sein. Er beleidigt uns ja. Meine Gisse, Abhi, Dekha hai. Kaun hai wo anjani. Use jitna dekho, utna socho. Kya use main keh do? Hit it! मैंने जिसे अभी अभी देखा है कौन है वो अनजानी वो है कोई कलिया कोई किरण या है कोई कहानी उसे जितना देखूं उतना सोचूं क्या उसे मैं कह दूं Pretty woman Hey Pretty woman देखो देखो ना Pretty woman Pretty woman देखते हो ना Pretty woman Pretty woman way. Don't you see the sunshine coming up today? You got to feel it right, just like day after night. Don't let the sunshine out of your sight, cause I can feel you here. Yeah, you feel me when I say that. I can feel you here. Can you feel me here when I say that? Ich bin verrückt nach dir, pretty woman. Sone ka rang hai, sheeshe ka ang hai. जो देखे दंग है क्या कहूँ हैरान मैं भी हूँ ये क्या अंदाज है इतना क्यों नाज है इसमें क्या राज है क्या कहूँ ओ पत पल में खुश है पल में खफा बदले वो रंग हर घड़ी पर जो भी देखूं रूप उसका लगती है प्यारी बड़ी उसे जितना देखूं उतना सोचूं क्या उसे मैं कह दूं प्रीटी वुमन देखो देखो ना प्रीटी वुमन देखते हो ना प्रीटी वुमन तुम भी कहो ना प्रीटी वुमन पहले हमने अदा ये हंसी देखी न थी कहीं देखी जो ये परी मस्ती दिल में भरी है ये जादूगरी या नहीं हो न तो जानू क्या है नाम न जानू मैं पता पर इतना है मैंने जाना जिसे देख ले एक नजर भर के उसको कर दे वो दीवाना उसे जितना देखूं उतना सोचूं क्या उसे मैं कह दूं
pretty woman. Deko deko na pretty woman. Pretty woman. Deko deko na pretty woman. Pretty woman. Tum bhi kaho na pretty woman. Pretty woman. Deko deko na pretty woman. Pretty woman. Deko deko na pretty woman. Pretty woman. Gia! Sieh mal da! Gia! Entschuldigen Sie, hallo, hi, ich bin Aman. Herzlich willkommen. Das haben alle mitgekriegt. Oh ja. Ich habe gar nicht gewusst, dass Onkel Chada einen Neffen hat. Und ich habe noch gar nicht gewusst, dass er so eine hübsche Nachbarin hat. Was? Damit habe ich doch deine Mutter gemeint. Jennifer, richtig? Ja. Jennifer, Sie sind wunderschön. Dankeschön. Okay, sehen wir weiter. Das ist Schiff, der Basketball-Champ. Das ist meine süße Chia. Und du bist? Nicht interessiert, danke. Ja, das merke ich schon. Auf jeden Fall freut es mich, euch drei kennenzulernen. Uns freut es auch. Danke. Wissen Sie, Amman, es geht bei uns recht beschaulich zu. Da ist nie so viel Trubel wie heute. Ich weiß, hier sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht. Eine langweilige Gegend. Aber was soll's? Jetzt habt ihr ja mich da. Bestimmt sind Sie geschäftlich. Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin hier, um mir eine Frau zu suchen. Wirklich? Mhm. Jennifer, ich möchte Sie um die Hand Ihrer Tochter bitten. Was? Nicht du. Ich rede doch von Chia. Chia, meine Süße, willst du meine Frau werden? Doch, bitte. Doch, bitte. Nina, übernimmst du dich? Sehr witzig. Sagen Sie mal, ist sie immer so oder ist sie nur heute so schlecht drauf? Sie ist immer so. Sei still. Hören Sie bitte nicht auf die Kleine. Nein, immer dasselbe mit der Pubertät. Egal, ich freue mich über die Bekanntschaft und ich freue mich auf heute Abend. Dann bis um 7 oder um 8. Um 8? Mhm, wenn wir uns sehen. Zum Essen natürlich. Ich bin doch Ihr neuer Nachbar. Ich zähle auf Ihre Gastfreundschaft. Okay, 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 okay. Ach, übrigens lieber um 8. Vorher habe ich noch was zu tun. Moment. Wenn Ihre Tochter schimpfen sollte, weil Sie mich eingeladen haben, dann stecken Sie es weg. Teenager-Probleme. Meine Tochter hat nichts dagegen. Wieso hast du ihn eingeladen? Ja, warum? Du warst dabei. Du hast doch gesehen, dass sich dieser Neffe Aman selbst eingeladen hat. Wie ärgerlich, Lajuji. Mrs. Sharma sagt, na, die Ehevermittlerin. Ah. Diese gut aussehenden jungen Männer aus Indien, die wollen alle nur das eine. Das eine? Was denn? Na, die Karte. Genau, die Kreditkarte. Ach, Quatsch, die Green Card, die Arbeitserlaubnis. Diese Schurken, Hilfe! Sarashwati, steh uns bei. Ach, Tantchen, reg dich nicht so auf. Bleib ganz ruhig. Er ist doch nur ein Mann. Ich nehme es sogar mit einer ganzen Basketballmannschaft auf. Ich lade Svitu und Rohit noch dazu ein. Rohit? Wirklich? Ist der Junggeselle? Er ist ein Mann. Noch zu haben? Und Gujarati. Gujarati? Die sind doch alle Vegetarier. Ja. Seid doch mal ruhig. Er ist ein guter Freund. Genauso wie Svitu. Svitu. Was denn? Ich muss mich bloß ein bisschen für mein Blind Date herrichten. Blind Date? Das ist eine Verabredung mit einem Blinden. Ach, verstehe. Deshalb braucht sie eine Augenbinde. Ach, Tantchen, Tantchen. Blind Date ist doch nur ein anderer Begriff dafür, dass ich den Mann noch nicht kenne. Und wenn er dich sieht, wird er vor Schreck blind werden. Du bist so gemein. Aber das kenne ich ja. Auf jeden Fall habe ich heute Abend was vor. Viel Spaß. Ruf an. Ich komme mit, warte. Ruf das Heiratsinstitut an. Sie soll heute Abend jemanden schicken. Hi, Nena. Hi, Roy. Was gibt's? Was machst du? Oh, nichts weiter. Ich bin gerade bei Gita. Gita? Ja, du weißt doch, wer das ist. Die neue Studentin von neulich. Sie wohnt in Soho und hat noch zwei andere Girls dabei. Du zusammen mit drei Frauen? Mhm. Wow, Rohit, du hast das große losgezogen. Irgendwie schon. Was machst du denn? Rohit? Oh. Oh. Rohit? Rohit! Nicht Rohit! Ist dir alles gut? Oh. Kannst du heute zum Essen kommen? Was, zum Essen? Ja, wir müssen unsere bescheuerten Nachbarn einladen. Da kannst du auch mitkommen. Wann denn? Um 8. Heute um 8? Das ist aber etwas kurzfristig für ein seriöses Heiratsinstitut. Das stimmt, Mrs. Sharma. Aber die Familienehre liegt in Ihren Händen. Na, Joji, Sie bringen mich trotzdem mit Ihrer Bitte in Verlegenheit. Er soll was hermachen. Ah, er soll was hermachen, wenn's geht. Die Spinnen, die wollen einen indischen Brad Pitt haben. Soll ich da nicht hingehen? Halt den Mund. Du bist noch zu jung zum Heiraten. Darf ich um die Adresse bitten? Wo warst du denn so lange? Im Supermarkt warst du. Jenny, Naina ist gekommen. Gib mir das mal, sonst fällt's noch runter. Jenny? Ich mach das schon. Warte, Vorsicht. Nur eine Prise, sonst wird es zu scharf. Danke, Armin. Wofür weißt du mir? Ich will doch nur meine künftige Schwiegermama beeindrucken. Stimmt's, Engelchen? Du bist so süß. Und du auch. Da bist du ja. Ah, da ist sie ja. Sie will bestimmt auch helfen. Ach, übrigens habe ich vergessen, ein Rohit hat angerufen. Es wird heute etwas später werden. Netter Typ, dein Freund. Hm? Ein Bekannter. Mama, wir müssen unbedingt mal reden, aber allein. Die Großen müssen reden. Was gibt's denn? Mama! Was? Was tust du denn, Naina? Mama, ich darf mich vorstellen, Amans Mutter. Oh, namaste, namaste, Onkel Chada. Ist Lachuchi denn nicht da? Manchmal haben wir eben auch ein bisschen Glück. Sehr witzig. Mama, Naina. Wessen Haus ist das hier? Naina. Mein Haus.
Guck mal, ich habe ein neues T-Shirt. Toll, woher denn? Von Amman. Mr. Matur. Na, Schatz? Nennen Sie mich nicht Schatz. Nenn mich Amman. Amman. Sag mal A. 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 Fehlt irgendwas? Ja, Salz. Ihr habt alle das gleiche Problem. Warum verfolgst du mich? Hast du denn nichts zu tun? Was ist das? Euer Restaurant läuft ja wirklich miserabel. So geht das nicht. Oh, gib das her. Das geht dich überhaupt nicht Lass an. Mich mal sehen. Entschuldigung, ich bitte dich. Mein Sohn meint das nicht so. Er ist ein bisschen... Das frei. Reicht jetzt. Naja. Aber Junge, wann willst du denn endlich erwachsen werden? Ein paar Ohrfeigen wirken bei Kindern manchmal Wunder. Namaste, Mrs. Lachichi. Freut mich sehr. Ah, komm, wir gehen rüber. Schade. Hallo, Lachichi. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Das Rosa steht dir ausgezeichnet. Das Blau ist auch recht nett. Monsieur Blau, Madame Rosa, es ist angerichtet, Willkommen. Wenn ich bitten dürfte. Das ist ja indische Küche, aber Jenny kann nicht indisch kochen. Amman hat mir dabei geholfen. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Koch. Oder zum neuen Schwiegersohn. Stimmt so. Ah, Herr Ober, wo ist die Party? Pass auf, was du sagst. Entschuldigung, ich suche Nummer 29. 27, die Kapurs. Du musst schon all diese Köstlichkeiten probieren, mein lieber Setzt Junge. Setzt euch bitte alle. Das viele Weißbrot essen, bist du schon selbst ganz weiß geworden. Deshalb nimm doch eine große Portion Reis. Solche Gerichte hat schon deine Urgroßmutter in der Heimat gekocht. Es wird Zeit, dass auf deine Backen mal ein bisschen was draufkommt. Da ist was drauf. Hör auf, Oma. Hör auf, Jas. Gleich. Hör auf, Jas. Hör auf. Man findet hier in New York nicht viele Mädchen, die so aussehen wie du. Ja, wirklich? Wie ein Doppelwopper. Oh. Da ist er, dein unbekannter Verehrer. Ich mach auf. Da ist er. Bleib sitzen. Ich mach Aber auf. Ich mach die Tür auf. Oh. Hallo. Galetke. Hallo. Sie? Ich bin's. Vom Institut? Ja. Sie sind aber etwas klein geraten. Und ich habe mir ein junges Mädchen vorgestellt. Stimmt schon, es ist meine Enkelin. Oh, das passt, ja. Mua. Oh, Sweetu, er ist hier. Sweetu? Ach so, zu Hause sagen Sie Sweetu zu ihr. Niedlich. Kommen Sie. Sweetu. Guru. Ja, ja, unser Guru. Nein, 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 mein Name ist Guru. Ja? Mein Sohn. Mrs. Kapoor? Also, Mrs. Kapoor? Mrs. Ka- Miss Kapoor. Oh. Oh. Musik. Bitte nimm mich in den Arm. Sie könnten doch glatt Sweetus Schwester sein. Aber ich bin doch die Schwester von Sweetu, du Dummerchen. Ja, klar. Was? Wunder. Was? Was hast du? Setz dich. Heißt unseren Gast willkommen. Böse, 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 Naina, du hast uns nicht gesagt, wie gut Rohit aussieht. Ich bin Amman. Wer zum Kuckuck ist dieser Rohit, hä? Ach, unwichtiger Name. Dieser Herr heißt Guru, Guru, Guru. Worauf wartest du? Guru? Welcher Guru? Du Guru. Du Guru. Naja, egal. Sag mir, wie du es am liebsten hast. Und dann war ich bereits die Nummer 2 der Gang. Ich habe mein Revier in ganz Bombay gehabt und dann ist die Familie in die Staaten rüber. Geil, was? Ah, ist echt cool, mein Alter. Noch ein Hähnchen? Hat Naina gebrutzelt. Naina? Wer ist das? Da, die Brillenschlange. Da! Wer lebt noch da? Bei euch zu Hause. Oh, da leben nur Mama, meine Wenigkeit und Boss. Der Boss ist wohl ihr Vater. Hm, Boss ist ein Hund. Spricht man so vom Vater? Lange Nase. Nur ein Scherz. Okay, erzähl mal, was machst du so? Videopirat. Pilot? Videopirat, die Piraterie soll lange leben. Sie sind kriminell. Studierte Klugscheißerin. Oh. Unsinn, ich bin doch kein Verbrecher. Nicht doch, bitte, nicht doch. Ist das nicht sehr gefährlich? Was heißt gefährlich, wenn man die Brüder hat? Ich meine die Sie Maria. Haben Geschwister? Ich habe 4, also einer ist schon da oben. Ach so, auch ein Pilot, ja. Einer da oben bedeutet... Ach, verstehe schon, das tut mir aber leid, wie traurig. Nehmen Sie die Hand weg, das nervt mich. Und weiter. Mama, Papa leben. Papa? In Connecticut, glaube ich. Und ich lebe allein in Manhattan. Du armer du, sieh mir in die Augen, Kleiner, und sag mir, was du siehst. Das Badezimmer. Das Badezimmer. Ein Badezimmer haben wir auch. Wo denn? Da! Da. Ist schon gut. Ist schon gut, Rohit. Ganz ruhig. Du musst ganz ruhig bleiben. Die Tussi spielt zwar verrückt, aber ich werde es schon schaffen. Hallo. Hallo. Ah! Ah! Ja. Hey. Was gibt's denn so zu schreien? Ja! Hey, Oma!
Ja, dich meine ich, alte Schachtel. Hör mal, bei unserem Geschäft springt für mich nichts raus. Weil diese Klugscheißerin da mich dauernd so blöd anglotzt, dass mir alles andere vergeht. Du bist Sweet Too. Wer denn sonst? Nein, ich glaube, dass ich im falschen Haus bin. Ich wollte Lena besuchen. Verständnis. Bitte entschuldige mich. Bleib hier. Ich mache eine Fliege. Und wenn du irgendwann mal ein Video brauchst, dann weißt du ja, an wen du dich wenden kannst. Ihr anderen auch. Geh nicht. Bitte bleib. Sofort doch. Loslassen. Bleib. Verdammt bitte noch mal. Bleib. Lass mich sofort gehen. Bitte. Die beiden Chaoten haben alles gemacht. Was gibt's da zu lachen? Ich finde das nicht lustig. Normale Leute finden das ausgesprochen lustig. Du findest also, dass wir keine normalen Leute sind? Wenn du normal bist, dann tanze ich im Ballett. Also, ich finde, du bist nicht normal. Du tust so, als würden wir uns seit vielen Jahren kennen. Nicht Jahre, Schatz. Eine Ewigkeit. Vielleicht kennen wir uns ja auch aus einem früheren Leben. Finger weg. Wir sind nur Nachbarn. Also verhalte dich gefälligst so. Okay. Ding dong. Liebe Nachbarin, ich bitte Sie, borgen Sie mir Milch? Was soll das wieder? Hör mal, ich bin dein Nachbar und ich möchte was Schönes von dir haben. Kriege ich die Milch? Aha. Haha, sehr witzig. Ja, sehr. Und jetzt gehst du den Leuten bitte woanders auf die Nerven und ziehst deine Witzbold-Show woanders ab. Denn wir, okay, das sage ich dir, sind nicht interessiert. Und ich verrate dir auch... Was denn? Was ist dein Problem? Problem? Ja, weil du das Gefühl hast, dass alle Probleme dieser Welt nur auf deinen Schultern lasten. Warum ist das so? Unterbrich mich jetzt nicht. Warum betest du dann jeden Abend, wenn du dein Leben sowieso nur hast, Nena? Das ist meine Sache. Was weißt du denn schon von meinem Leben? Nicht sehr viel. Aber eins weiß ich genau. Wenn man dein Leben mal von außen betrachtet, dann müsstest du unwahrscheinlich glücklich sein, weil du sehr viel besitzt. Das muss ich mir nicht anhören. Warte doch, ich will dir noch was sagen. Lächel mal, lebe und denke nicht an morgen. Oh, lebe und denke nicht an morgen. Gott, bin ich gut. Egal, ich zeig dir jetzt mal, wie man lächelt. Das ist ein ganz einfacher Vorgang. Eins, zwei, drei. Versuch's mal. Eins, zwei, drei. Versuch's doch auch mal. Eins, zwei, drei. Blöd, Mann. Oh, ich geb's auf. Sie hat vergessen, wie man lächelt. Ist ganz einfach. Mit etwas Übung bringe ich dir das Lachen wieder bei, okay? Jetzt weiß ich's. Dein Problem ist, dass du denkst, ja, du bist... Ja, ich weiß. Ich bin so sexy. Aber du bist nicht mein Typ. Tut mir leid. Lassen wir das also. Und üben weiter. Vergiss es, blöd, Mann. Die ganze Nacht. Die ganze Nacht habe ich nachgedacht, ob diese Nervensäge recht hat. Habe ich wirklich verlernt zu lächeln? Natürlich kann sie lächeln. Zuletzt hat sie gelächelt am... Sie lächelt ganz bestimmt bei ihrer Hochzeit. Wenn sie zusammen war mit ihrem Vater, hat sie gelächelt. Wenn meine Brüder sie anrufen, dann hat sie nichts mehr zu lachen. Was für ein wunderbares Lächeln. Wer lächelt? Priya lächelt, wer denn sonst? Ah, das wurde bei der Hochzeit gemacht. Wo hast du es gefunden? Es lag hier bei deinen Unterlagen. Priya hat heute früh mit mir gesprochen. Sie sagte, dass ihr euch heute treffen wollt. Ich wollte gerade gehen. Amman, soll ich nicht mitgehen? Nein, lass mal gut sein. Ich möchte auch lieber mit Priya unter vier Augen sprechen. Hast du gar keine Angst? Ich habe keine Angst. Quatsch. Du machst dir nur unnötige Sorgen. Du darfst nicht so viel grübeln, komm. Es wird alles gut. Es wird alles gut. Gar nichts wird wieder gut. Wenn du nicht schleunigst, ein bisschen abnimmst, dann findest du überhaupt keinen Mann. Ich versuche ja ständig. Ja, das sehe ich. Wahnsinn. Ist der nicht süß? Den findest du süß? Du findest ja nie jemanden süß. Ist nicht wahr. So kann ich aber nichts verstehen. Unmöglich. Was, du hast uns belauscht? So kann man das auch wieder nicht sagen. Ich hab's versucht, aber ihr sprecht ja viel zu leise. Na komm, hopp, hopp, schieb deinen Hintern rüber. Hopp. Darf ich mich vorstellen? Fräulein Miesepeters neuer Nachbar. Hi, Fräulein Miesepeters alte Nachbarin, Sweet Too. Oh, Sweet Too, wie süß. Hör auf, wir unterhalten uns gerade. Hör auf, jetzt unterhalten wir uns. Also, Sweet Too, wenn ein Mann dich nur wegen deiner Figur liebt... Dann ist er blöd. Dann ist er blöd, hör nicht auf sie. Es kommt doch vielmehr auf deine inneren Werte an. Du hast recht. Einmal recht, immer recht. Aber Spaß beiseite, siehst du jemanden, der dir gefallen könnte? Der da. Ja, der ist süß, ich verstehe dich. Ramdell.
Randall! Randall heißt der Typ? Du kennst ihn wohl. Nicht direkt, aber er sieht so aus. Randall! Randall! Hey! Randall! Meinst du mich? Ja, ja, ich meine genau dich, Randall. Mein Name ist Frankie. Ah, Frankie Randall. Stell dir vor, meine süße Freundin hier will mich deinetwegen verlassen. Sie findet dich heiß, sie findet dich so cool, so sexy. Vor allem, wie du die Haare trägst. Wow, abgefahren. Hör mal, ich bin zwar nur ein einfacher 0815-Typ, aber ich hab doch auch innere Werte, glaub mir. Und wegen so einer ausgelutschten Mango willst du... Entschuldige, Randell. Würde ich dich etwa wegen dieser intellektuellen Brillschlange hier verlassen? Du hast ein wahnsinniges Schwein, Randell. Geh, Sweeto, geh und werde glücklich mit diesem hergelaufenen... Was soll ich bloß meiner Mutter sagen? Kommt er? Kommt er endlich rüber? Ich bin Frankie. Hi, ich bin Jaspreet. Gesundheit, Babe. Sweeto. Sweeto, süßer Name, süßer Name. Ich bin DJ im Nirvana, da ist heute Abend Retro Night. Hört mal, Leute, kommt vorbei und bringt eure Mama damit. Oh! Also Leute, ich zähle auf euch. Bis dann, alles wird gut. Keine Angst, man sieht sich. Bye. Bye. Na Mädels, wie war ich? Super. Unmöglich. Du bist bloß neidisch, weil Sweeto jetzt einen Freund hat und du nicht, Mama. Halt, ich hab einen Freund. Wen denn? Rohit. Du hast gesagt, dass er nur ein Bekannter ist. Ein Geheimnis behält man für sich und erzählt es nicht jedem. Oh. Aber mir hättest du schon erzählen können. Ach, Sweeto, weine nicht bitte. Wir gehen heute tanzen und Fräulein Miesepeter kommt nicht mit. Natürlich komme ich mit. Wir sind eingeladen und Rohit auch. Auf keinen Fall. Wieso? Ich habe Nein gesagt. Rohit! Gita kommt heute Abend zum Essen. Warum denn gerade heute? Du könntest auch mal mit mir weggehen. Du musst mich aber auch ein bisschen verstehen. Gita hat mir gesagt, dass sie mich mag. Und ist doch klar, dass sie das sagt, weil sie einen Vater für ihre kleinen Monster sucht. Blödmann, sie mag mich. Das war jetzt aber wirklich fies. Ich bin deshalb so fies, weil dieser blöde Ammann mir unheimlich auf die Nerven geht. Wieso regst du dich denn so auf? Du kennst ihn doch erst seit gestern. Willst du wissen, was er über mich sagt? Ja. Du wirst es nicht glauben. Er behauptet allen Ernstes, dass ich nicht weiß, wie man richtig lächelt. Und dass ich nicht weiß, wie man lebt. Lena, und da hat er vollkommen recht. Ich weiß, aber von ihm will ich es nicht hören. Zwei Käsebagel bitte. Ohne Butter. Okay. Versteh doch, der Typ soll sehen, dass ich auch einen Freund haben kann. Der cool ist, attraktiv ist, sexy ist. Was macht das? $3. Danke. Was sagst du? Was macht das? $3. Nein, ich meine davor. Ich verstehe dich nicht. Vor der Frage nach $3. Warten Sie doch mal, Lady. Ach so, das meinst du. Ein Salami-Sandwich bitte. Und Sie? Dass du cool bist, gut aussiehst, sexy bist. Ehrlich? Mhm. Du findest echt, dass ich sexy bin? Aber natürlich, Rohit. Du hast selbstverständlich recht. Wir sollten für diesen Ammer nicht plötzlich... Nein. Wir tun es. Wir tun es. Wir tun was? Hä? Ich bin dein Freund. Du meine Freundin. Und Gita? Er ist Gita. Das ist ja toll. Wir treffen uns heute Abend im Nirvana. Punkt 9, klar? Organisiert ihr euch? Ja, klar. Okay, Sweeto. Ich muss wieder hoch. Kommst du mit, Babe? Ja, klar. Oh Mann, er nennt mich Babe. Ja. Ich liebe dich. Das sag lieber ihm. Erzählt doch mal, wo habt ihr euch kennengelernt? Im Park. Im Park? Im Park? Ich hab immer gedacht, ihr macht zusammen einen Abendkurs. Nein. Das stimmt auch. Trotzdem haben wir uns da kennengelernt. Im Park lernt man viele Leute kennen. Was habt ihr da gemacht, ist eher die Frage. Eine sehr gute Frage. Ich musste da mit meinem kleinen Hund Gassi gehen und sie musste auch mit ihrem Hund Gassi gehen. Ah, das ist schräg. Wo Nena doch gar keinen Hund hat. Nein. Doch. Nein. Weil ich damals immer den Hund meiner Nachbarn ausgeführt habe. Wird immer verrückter. Weil ich doch dein Nachbar bin und ich habe keinen Hund. Nena, du vergessliches, süßes Ding, du Dummerchen. Sie führt natürlich immer meinen Hund im Park spazieren. Roy, vergessliches, kleines Dummerchen. Wenn sie deinen Hund ausgeführt hat, mit welchem Hund bist du dann spazieren gegangen? Ich habe nämlich zwei Hunde. Eigentlich habe ich ganz, ganz viele Hunde. Und an manchen Tagen sehe ich selbst wie ein Hund aus. Dann haben wir uns bei einer Freundin wiedergesehen. Hm? Bei wem habt ihr euch wiedergesehen? Gita. Gita? Hi. Gita mit den nervigen Hosenscheißen. Oder? Hallo, Gita. Hi. Hey, Rohit, was machst du denn hier? Hast du mir nicht erzählt, dass du mit deiner Familie verabredet bist? Ja,
Ja, das ist meine Mama und das mein Papa. Was für ein Witzbold. Gita, meine Kleine. Schön, dass wir uns mal kennenlernen. Die beiden haben mir erzählt, dass sie sich bei dir kennengelernt haben. Bei mir kennengelernt? Was? Entschuldige bitte, du bist nicht diese unmögliche Gita mit ihren nervigen Hosenscheißern? Sag mal, spinnst du, nervige Hosenscheißer? Das sind Engel. Sie hat kleine Engel. Hör auf zu lügen, ich sehe ja klar, du hast schon eine Freundin. Oh, wieso, habe ich eine Freundin? Sie ist nicht meine Freundin. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Tut mir leid, ich gehe jetzt. Mach's gut, es war schön mit dir. Mach's gut. Jetzt ist alles aus. Rohit, ich bin verwirrt. Ich verstehe überhaupt still. Nichts mehr. Du hast es gewusst. Du hast gewusst, dass Rohit nicht mein richtiger Freund ist und spielst uns dieses Theater vor. Wer spielt Theater? Du spielst Theater. Ja, du. Aber nur, weil du gesagt hast, dass ich lächeln soll. Ich bin ja so fröhlich. Hi, habe ich nie gesagt. Bitte halt doch den Mund. Was heißt denn das? Die Leute singen und tanzen und besaufen sich. Prima. Soll das Leben sein? Das will ich aber nicht. Weil du es nicht bringst, weil du langweilig bist. Ja, du bist echt eine Spaßbremse. Sag mal, läuft da was mit Gita? Oh, sie heißt es. Sie ist wahnsinnig heiß. Und die Hosenscheiße sind wirklich nicht von was dir? Was nicht ist, kann ja noch werden. Weil ich verstehe nicht, was ihr recht zu, sag mal. Hey, sowas. Nein, nichts mehr. Ja, weiter so, gib Gas. Sie lass sie aufdrehen. Ich glaube, sie dreht durch. Weiter so. Wow, los ja. geht's. Ja, Baby, dich meine ich. Verschwinde, Hoppi. Was? Runter mit dir, du Schlampe. Schluss mit der Musik. Aus. We're just dancing. Hey, honey. No. We're just dancing. We're dancing the night away. Geht hier sicher Klamotten aus? Was ist schon dabei? Sind doch eh alle halbnackt hier. Ja. Komm schon, Nena! Woo-woo! We're just dancing, dancing, dancing.
Und du bist Nena. Das ist Muhammad Ali. Ja, ja. Halt die Klappe, ich gehe. Eins, zwei, warte mal. Warte. Wollt ihr Deckung gehen? Du erzählst mir Märchen. Lächeln musst du lernen. Lächeln. Ja. Leben. Aber genau in dem Augenblick, wo ich anfange, Spaß zu haben, willst du mich nach Hause schleppen? Hey, ich bin ein bisschen durcheinander. Ist das wirklich Muhammad Ali? Ich weiß was. Ich verschwinde. Du gehst jetzt nicht. Du bleibst hier. Nein, lass mich los. Nena. Du sollst mich nicht anfassen. Lass mich los. Klappe halten. Wenn du weiter so schreist, knall ich dir eine. Warum schreist du so? Du schreist doch! Sag mal. Ruhe, das geht auch für dich! Jetzt gibt's nur eins: Anfassen und nach Hause. Hallo? Idiot, nimm endlich meine Hand! Hand her! Los! Gehen wir! Wir wollen in die Disco! Bitte, seid doch endlich still! Ihr nervt! Okay. Besonders du. Was ist? Kann ich was sagen? Raus damit! Ich fühle mich so, als würden wir zur Schule gehen. Ja, Papa hat mich immer so an der Hand geführt, wenn wir zur Schule gegangen sind. Was hast du denn? Ich vermisse meinen Papa. Tut mir echt leid. Wann ist er denn gestorben? Er ist noch da. Ach so, ich dachte... Darf ich ihn deshalb nicht vermissen? Selbstverständlich. Mir fehlt mein Vater auch ganz schrecklich. Warum hat er uns bloß allein gelassen? Ich vermisse ihn auch. Ja. Danke, Herr Lehrer. Hey, Nena. Beim Weinen siehst du ein bisschen doof aus. Wütend sein steht dir doch viel besser. Wenn dein Papa dir so fehlt, musst du nur an mich denken. Dann wirst du ganz schnell wütend. Hey. Ich hab dich gern, Nena. Wirklich wahnsinnig gern. Ein Tag, an dem ich dich nicht sehe, ist für mich ein verlorener Tag. Vergiss es, was ich. Hoppla! Du bist so süß! Hey, ich bin nicht süß, okay? Ich bin Muhammad Ali. Nein, du bist süß. Ich bin ein Boxer, ganz harter Mann. Hey, hey, pass auf. Eins, zwei. Ich schreie dich kaum! Morgen, Rohit. Laila. Rohit. Laila, du kannst ja sprechen. Klar kann... Wieso sprechen? Sorry, ich hab dich gestern Nacht nach Hause gebracht und weil es spät war, bin ich geblieben. Schon gut, Arman. Okay, kann ich ein bisschen Wasser haben? Nimm's dir bitte selber. Ach oh Gott, was für eine Nacht. Morgen, Kanter, Ben. Kanter!
Das Frühstück und die Morgenzeitung. Was kann ich dem Gast bringen? Kaffee und eine Banane. Rohit, willst du uns nicht bekannt machen? Das da ist... Amal. Und das... Ist Katabene. Wie geht's? Alles klärchen? Rohit, bitte. Sonst noch irgendwas? Ach nein, wir brauchen nichts. Katabene? Ihr habt euch also nicht im Park das erste Mal getroffen, ha? Im Park? Nein. Wir machen zusammen einen Abendkurs. Weißt du, am Anfang konnte ich sie überhaupt nicht leiden. Aber jetzt... Ich weiß schon. Ist doch komisch. Ihr seid die allerbesten Freunde, seht euch fast jeden Tag. Und ihr führt sogar eure Hunde gemeinsam aus. Ist doch, ich meine... Was willst du mehr? Mehr? Nein, nein, nicht mehr. Was Nena angeht, ist Freundschaft wirklich genug. Nein, nein. Vielleicht. Das reicht. Aber was ist mit der Milch? Willst du noch mehr Milch? Oh, bitte. Gut, das war's dann. Danke. Schönen Tag. Danke nochmal. Ah, ja. Das hätte ich fast vergessen. Ich habe vorher nicht viel über Nena gewusst. Das ist vorbei, jetzt weiß ich alles. Dank deines Tagebuchs. Hey, du hast es doch nicht etwa gelesen. Oh, nicht alles. Ungefähr bis zu der Stelle, wo du von deiner roten Unterwäsche schreibst. Mann, du kriegst rote das Unterwäsche. Das finde ich total bescheuert. Stark. Das ist meine Privatsphäre. Bravo. Wunderbar. Danke. Jenny. Jenny. Hallo. Hi. Wie fandest du den Gottesdienst? Mhm, super, besonders. Ah, Mann, das gefällt mir. Ja, gut. Ich will noch mit dem Pfarrer. Ich werde öfter kommen. Du! Du? Du schon wieder? Musst du mir denn dauernd nachlaufen? Ich bitte dich, bitte lass mich doch endlich in Ruhe. Weißt du, was ich... Von mir, Dämon, weiche zurück. Geh, geh, geh. Nena. Nena. Das war doch bloß ein Witz, komm schon. Ich möchte dir etwas sagen. Ich will es aber nicht hören. Wir sind hier in einem Gotteshaus. Muss ich... Stopp. Hör zu. Gestern Abend hast du dich zum ersten Mal so wie andere Mädchen benommen. Aber irgendwie glaube ich, dass du diese Seite tief in dir versteckst. Und noch etwas. Egal, wo dein Vater ist, er sieht dich. Deine Wutanfälle, dein Kummer, er sieht alles. Vielleicht weint er sogar mit dir. Seine Tränen kannst du nicht wegwischen. Doch du kannst verhindern, dass er weinen muss. Indem du dein Grübchen zeigst. Ich weiß, dass es da ist. Ups, falsche Seite, da ist es. Komm raus, zeig dich. Und lass bitte meine Hand los. Sieh doch die Leute. Grübchen. Amen. Darf ich bitten? Amen. Amans Charme kann keiner widerstehen, ob es einem gefällt oder nicht. Er zieht alle in seinen Bann. Oma, Kamo und Wimmo haben ihre Instrumente aufgegeben und ihre Leidenschaft für Karaoke entdeckt. Umwerfend, ein Genuss. Während oben gesungen wird, wird unten gekocht. Ich habe das Rezept von meiner Großmutter. Man darf keine einzelne Würze, aber ein ganzer Löffel gehört. Ein ganzer Löffel. Amman macht einfach alles möglich, auch das Unmögliche. Und Chias perfekte Familie hat ein neues Mitglied bekommen. Amman, ich liebe dich, Amman. Und was mich angeht? Kaum zu glauben, aber ich kann wieder fröhlich sein. Ich kann sogar lachen. Es ist unheimlich. Bei so viel Glück wartet das Unglück vielleicht schon irgendwo. Hey, was ist los? Hat jemand den Löffel abgegeben? Du bist so still. Mir ist nicht nach Scherzen. Hör zu. Ich brauche noch viel mehr Zeit. Das wird nicht gehen, glaube ich. Das Restaurant macht zu. Du musst gleich das bestellen. Das Restaurant habe ich nicht gemeint. Das weiß ich doch, Priya. War ein Witz. War nur ein Witz. Behalt deine Witze für dich. Ist gut. Das ist ein ernstes Problem. Ja. Das hast du gewusst, ehe du hergekommen bist. Was du nicht sagst. Hätte ich da bleiben sollen? Das habe ich aber nicht gesagt. Das ist es doch. Ich hätte eigentlich nicht kommen sollen. Ich wusste es doch. Ich gebe auf. Du meinst es aber. Was? Du willst es nicht verstehen. Was denn? Ich brauche einfach noch mehr Zeit. Deine Zeit und meine Zeit. Ja, gut, gut. Ich verstehe dich. Lass dir auch was sagen. Ich bin jetzt nach New York gekommen, nur deinetwegen. Und ich werde alles tun, was du mir vorschlägst. Und was meine Zeit betrifft. Meine Zeit gehört dir allein. Wie lange noch? 2 Monate.
In 2 Monaten müssen wir verschwunden sein. Also, wenn es Ihnen nichts ausmacht, möchte ich gerne helfen. Allmächtige Götter, ist es schon so weit gekommen, dass uns ein Gujarati helfen muss? Uns bleibt doch nichts erspart. Deine Probleme möchte ich haben. Also bitte. Als wenn du mir je irgendwann geholfen hättest. Mit welchem Recht beschwerst du dich eigentlich? Mama, bitte. Nicht schon wieder dieser Streit. Das ist ein ernstes Problem. Es gibt einen Ausweg. Misch dich nicht ein, das geht nur die Familie was an. Habe ich doch gesagt. Du hast doch nicht... Klappe, Brillenschlange. Also Jenny, euer Restaurant läuft überhaupt nicht. Warum sollte es auch? Es kann nicht funktionieren. Ist doch klar. Was kriegen die Gäste in diesem Restaurant, was sie woanders nicht auch kriegen können? Na, nichts. Gar nichts. Null. Zero. Komm her. Komm her. Warum läuft es bei den Chinesen so gut? Seht es euch an. Ah, ich glisse sie. Hallo, hallo, bye, bye. Idioten. Dummköpfe. Richtig. Aber das Restaurant dieser Trottel kann so super laufen, weil sie ihre Kultur mit einbringen. Hab ich recht, Oma? Du hast recht. Ich hab recht. Und wir sollten das auch tun. Wir haben den unschätzbaren Vorteil, dass wir aus Indien kommen. Wir sind alle echte Inder. Wir werden Indien nach New York holen. Ja, und du kannst dich auch nützlich machen. Ja, klar. Ich bin dabei. Greifen wir an. Wir holen Indien hierher nach New York. Mitten in die Stadt. In jede noch so winzige Straße. Ich glaub den Quatsch nicht. Klappe, hab ich gesagt. Denn unsere Kultur, die kann alles erreichen, überall, jederzeit, wenn wir es nur wollen. Wer sind die schon da drüben? Das sind doch Chinesen. Ich glaube, du hast recht. Chinesen, Japaner, ganz egal. Nein, Jenny, versuch es. Versuch es. Du kannst es doch erstmal versuchen. Denn wer den Versuch nicht wagt, der kann auch nicht gewinnen. Komm schon. Na los, Leute, an die Arbeit. Alle Inder hierher. Seid ihr dabei? Komm, packt an. Was sagen die Götter dazu? Es wird alles gut. Ja. Wahnsinn. Schlagt ein. Ein indisches Restaurant. Ich bin nicht Unternehmergeist. Ja! बार बार हो बोलो यार हाँ अपनी जीत हो उनकी हार हार बार बार हाँ बोलो यार हाँ अपनी जीत हो उनकी हार हार अब डर मन में ना आवे चले चलो चले चलो बेड़ी अब खुल जावे गई जो उंगली मुट्ठी पांच उंगली तो बन गई मुट्ठी कोई हमसे जीत न पावे चले चलो चले चलो जावे जो टकरावे चले चलो धरती हिला देंगे सबको दिखा देंगे राजा क्या प्रजा क्या हो जो होना है जावे चले चलो चले चलो सर ना कोई झुकावे चले चलो कोई हमसे जीत न पावे चले चलो चले चलो जावे जो टकरावे चले चलो Es wird schon klappen. Sie stehen doch schon draußen und gucken. Abwarten. Entschuldigung, haben Sie geöffnet? Ja! Großartig, Jenny. Wieso? Ja, wieso? Wieso was? Keiner weiß, wo du hergekommen bist. Aber seit du hier bist, hat sich viel verändert. Ich meine, du kennst uns doch gar nicht. Also, ich will einfach nur verstehen, warum... Ich tue das alles nur für dich. Ich tue das alles doch nur für dich, Naina. Das würdest du gerne hören, nicht wahr? Nein, nein. Gut, das war ja auch nur ein Scherz. Aman. Naina. Naina.
Die Augen. Hm? Hast du die Augen deiner Mutter gesehen? Sie waren so voller Schmerz. Ich habe alles deswegen getan. Ich will, dass sie wieder lacht. Ich habe nämlich ein Problem. Eine Mutter leiden zu sehen, das kann ich nicht ertragen. Denn eine Mutter ist ein seltsames Wesen. Als Gott sie geschaffen hat, ist alles, was hier oben hingehört, in ihrem Herzen gelandet. Und deshalb denkt sie immer mit dem Herzen. Und sie entscheidet mit dem Herzen. Aber sie hat noch ein Problem. Sie belauscht nämlich ihre Kinder und fängt immer an zu weinen. Hörst du? Meine Mutter weint auch gerade. Blödmann. Tja, ich habe so viel für dich getan. Sag doch mal Danke. Danke. Brillenschlange? Nichts erkennen. Oh. Besser? Das gibt's ja nicht. Wo hast du deine Brille gelassen? Du siehst großartig aus. Jetzt lachst du auch noch. Ich meine, wo ist Nina? Halt die Klappe. Weißt du, wenn ich dich sehe, dann geht's mir einfach gut. Süß von dir. Rohit, kann ich dich was fragen? Du musst nicht fragen. Die Antwort ist ja. Hä? Frag schon. Ist es dir eigentlich schon mal passiert, dass du am Anfang jemanden nicht mochtest? Aber dann ist es auf einmal ganz anders. Ich meine dann... Dann? Ich meine dann... Du weißt schon. Warum erzählst du gerade mir das alles? Einfach so. Einfach so? Ja, genau. Nina, komm. Komm schon, ja? Ich muss weg. Du gehst nicht. Komm schon, erzähl's Rohit, mir. Rohit, ich muss wirklich los. Sie hört sich nicht mal meine Antwort an. Kuch ho gaya hai. Liebe, sagt ihr, so etwas gibt es nicht. Und die Eheschließungen sind arrangiert. Liebe, der Körper kennt so etwas nicht. Das Einzige, was der Körper kennt, ist Verlangen. Das Verlangen macht Lust. Elvis, love me tender. Liebe heißt cool sein. Tja, Liebe, passt mal auf. कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है दो चार दिन से लगता है जैसे सब कुछ अलग है सब कुछ नया है कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है भूल जाती हूँ बेख्याली में गुनगुनाती हूँ अब अकेले में मुस्कुराती हूँ बदली हुई सी मेरी अदा है कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है पिघला पिघला है दिल मेरा जब से अच्छा रहता है मूड भी तब से हंस के मिलता हूँ आजकल सबसे खुश हो गया है जब भी मिला है कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है हैं राह में बिखरे तार लगते हैं
लगता हूँ सोचता हूँ मैं कैसा लगता हूँ आईना हो तो देख लेता हूँ कैसे ये चेहरा ऐसा खिला है कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है ये नशा जिसमें दोनों रहते हैं ये लहर जिसमें दोनों बहते हैं हो ना हो इसको प्यार कहते हैं प्यार मिला तो दिल खो गया है कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है Liebe. Also Liebe heißt, dass alles plötzlich wunderschön ist. Und Träume scheinen in Erfüllung zu gehen. Alles glänzt in neuem Licht. Ja, und sogar der Wind ändert seine Richtung. Die Welt erstrahlt in den schönsten Farben. Ja, und sogar... sogar Rot sieht plötzlich richtig gut aus. Immerzu hat man... nur den einen Namen auf den Lippen. Nena. Amen. Sveto. Sveto, 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 Sveto. Sag mal, liebst du ihn auch wirklich? Ich liebe Frankie. Ich liebe Amman. Was? Hast du nicht verstanden? Ich liebe Nena. Wo bist du? Ich bin zu Hause. Okay, ich komme vorbei. Priya, ich muss gehen. Wo willst du hin? Hör mal, es ist sehr wichtig. Es darf für dich jetzt einfach nichts Wichtigeres geben. Ich werde es dir später erklären. Ich muss jetzt weg. Amman. Hey, ich liebe dich. Ich liebe ihn. Sveto, es ist wahr. Ich hätte nie gedacht, dass mir sowas auch mal passieren würde. Dazu noch mit Amman. Und alles, was ich früher gar nicht an ihm leiden konnte, das liebe ich jetzt umso mehr. Ich denke die ganze Zeit nur an ihn. Und es ist, als wenn er in meiner Nähe wäre, andauernd, Tag und Nacht. Hey, Nena! Mein Gott, glaubst du vielleicht, dass ich verrückt bin? Nein, du bist nicht verrückt. Das ist die Liebe. Meine Güte, ist das aufregend. Du bist verliebt, ich bin verliebt. Ich weiß. Ja, aber was mache ich nur? Wie soll ich das verstehen? Sag es ihr, geh einfach zu ihr. Es ist leider nicht so einfach, Sveto. Ich meine, ich habe doch gar keine Ahnung, ob er mich auch liebt. Aber wenn du nicht fragst, wirst du es nie rausfinden. Komm schon, los, geh hin und sag es ihr. Sei ein Mann! Ja, Nena, sag es ihm. Ich werde mit Frankie darüber sprechen und du mit Amman. Na los! Na los! Na los! Jetzt mach, na los! Na los! Hallo? Hallo, Rohit. Nena. Was willst du denn mit Rohit? Du hättest zuerst anrufen sollen. Nena, ja, Rohit, ich bitte zuerst. Ich möchte dich mal was fragen. Und dir etwas sagen. Oh, sowas. Ich muss dir nämlich auch etwas sagen, weißt du? Ja? Na, sag schon. Nein, Nena. Wie wär's mit 4 Uhr am Hafen? Cool. Okay, super. Dann bis gleich. Ja, na, ja, es geht doch. Heute werde ich dir sagen, wie es in meinem Herzen aussieht. Großartig. Ich liebe dich, Amman. Ich liebe dich. Ich liebe dich so, Amman. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Du bist der Beste. Du bist der Beste. Du bist der Größte für mich. Ich bin ja so aufgeregt. Ich danke dir so sehr. Hast du auch was gehört? Nein, ich habe nichts gehört. Egal, nochmal danke. Stimmt so, danke. Ja, da kommt sie. Fang sie an. Spielen sie hier. Hallo. Hi. Ist hübsch hier? Hübsches Kleid. Hübsche Krawatte. So, das ist genug. Okay. Amman! Du liebst Amman! Gott, du liebst Amman! Klar, wusste ich. Ich habe gewusst, dass du mir etwas verheimlichst. Das habe ich gewusst, du böse, böse kleine Hexe. Ich könnte wetten, dass du jetzt ganz furchtbar geschockt bist. Geschockt?
Wenn du wüsstest, wie furchtbar geschockt ich bin. Mein Gott, Rohit, ich bin schrecklich nervös. Ich weiß ja nicht, ob er mich auch liebt. Was denkst du denn? Er wäre verrückt, deine Liebe nicht zu erwidern. Och, komm, Rohit, ich mein's ernst. Soll ich's ihm sagen? Was glaubst du? Nein. Was? Geh schon. Na los, geh, geh, sag es ihm. Natürlich. Also gut, dann gehe ich jetzt. Nena. Hä? Wenn du es ihm sagst, gib ihm bitte diese Blumen. Och, Rohit, du bist ja so süß. Ich liebe dich. Danke, Wiedersehen. Ich liebe dich auch. Mama! Ich bin zurück! Hallo, Aman. Ich bin's. Hallo. Nein, nein, danke. Wir wollen nichts kaufen. Ist nur ein Scherz. Komm rein. Komm rein. Dankeschön. Nein, die gibt's später. Mhm, später also. Ich freue mich, dass du da bist. Ich hab grad Tee gekocht. Möchtest du auch? Oh Gott, was ist denn mit deinen Haaren? Warte mal, die muss ich dir erst abtrocknen. Nein, jetzt sei still. Nicht Aman, nicht doch. Aman! Ja, ist doch viel besser so. Nimm Platz. Setz dich. Möchtest du vielleicht irgendwas essen? Nein, danke. Gut, ist sowieso nichts da. Neues Kleid, wie ich sehe. Hm? Ja, gefällt's dir? Habe ich gerade erst gekauft. Es ist grässlich, finde ich. Übrigens, draußen regnet es. Tja, na von mir aus, ich bin ja drin. Ja, ich weiß, Aman. Also, dass es draußen regnet, sehe ich selber, ja. Ich bin ja nicht blind. Aman, ich muss... Ich muss... Jetzt bin ich aber gespannt. Ich muss... Warum sagst du andauernd, ich muss? Wenn du musst, dann musst du eben. So, jetzt gehe ich. Nein, 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 es war nur ein Scherz. Und es regnet. Und dein Kleid finde ich schön. So, erzähl weiter. Wir waren bei Ich muss. Ich muss. Wer ist das? Wer? Ah. Das bin ich. Ist mir schon klar. Wer ist das da? Das ist Priya. Priya? Mhm. Priya, meine Ehefrau. Ihretwegen sind Mutter und ich nach New York gekommen. Ich hab's dir ja gar nicht erzählt. Ich bin blöd. Ich rede über so viele unwichtige Sachen, aber das, was wichtig ist, vergesse ich glatt. Also, Priya und ich haben geheiratet vor 3 Jahren. Zuerst lief alles gut, aber dann gab es die üblichen kleinen Streitereien zwischen Mann und Frau. Einmal war ich zu ihr richtig gemein. Du weißt ja, wie ich bin. Manchmal kann ich ein ziemliches Ekel sein. Sie war dann sauer und hat mich verlassen. Ist nach New York gezogen. Ihre Eltern leben auch hier. Und Mutter und ich sind auch nach New York gegangen. Um unsere Priya wieder nach Hause zu holen. Aber sie ist mir immer noch sehr böse. Sie hat gesagt, dass sie doch noch ein bisschen mehr Zeit braucht. Ja, ja, ja. Ich bin mir sicher, dass wir das wieder hinkriegen. Du kennst sowas ja. Sie ist hübsch, nicht? Hey, warum weinst du? Ihr Frauen seid doch alle gleich. Du brauchst dir doch keine Sorgen, um uns zu machen. Es wird alles wieder gut werden. Ganz bestimmt. Ich möchte gehen. Nein, geh noch nicht, Priya. Ich meine, Nena. Hey, es geht mir nicht sehr gut. Mir auch nicht. Ich muss jetzt gehen. Und? Die Rosen. Die sind nicht für dich. Die sind für Onkel Chada. Ohne dich, Onkel Chada, wäre ich diesen beiden hier niemals begegnet. Ich wünsche dir Glück. Geh noch nicht, Kind. Ich muss gehen. Wiedersehen. Nena, es regnet draußen. Hier, das Handtuch. Mach's gut, Aman. Na dann. Wiedersehen. Gib es zu, du liebst sie. Wen, Mama?
dem Fall irrst du dich. Ich liebe Nena nicht. Ich habe ihren Namen nicht erwähnt. Aber ich liebe sie nicht. Ich bin deine Mutter. Du kannst mich nicht belügen, nein. Was soll ich denn tun, Mama? Ihr die Wahrheit sagen? Wenn du kaum damit fertig wirst, obwohl du es schon lange weißt. Wie soll Nena damit klarkommen? Was kann ich denn tun? Was soll ich tun? Soll ich ihr sagen, dass mein Herz zum ersten Mal für jemand anderen schlägt? Dass mein Herz ständig bei jemand anderem ist? Dass mein Herz sich das erste Mal verliebt hat? Nena, die Liebe für dich in diesem Herzen ist sehr stark. Das Herz allerdings ist schwach, sehr schwach. Ich möchte dir doch nicht so ein schwaches Herz schenken. Nein, ich darf ihr nicht sagen, dass die Frau auf dem Foto nicht meine Frau ist, sondern meine Ärztin, meine Freundin, die versucht, mein Leben zu verlängern, die sich Tag und Nacht dafür einsetzt. Sie kämpft und kämpft um jeden Tag. Verdammt! Mama, ich werde sterben. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Maria hat doch gesagt, eine Transplantation wäre möglich. Und dann wird bestimmt wieder alles gut werden. Alles wird wieder gut. Alles. Mama, ich bin dein Sohn und du kannst mich niemals belügen, Mama. Nein, Mama, nicht. Wenn du schwach wirst, wer wird mir deinen Halt geben, Mama? Mama. Ich werde meine Tränen verbergen, genauso wie mein Schmerz. Aber wirst du deine Liebe zu ihr verbergen können? Es ist nicht mehr meine Liebe. Nena gehört einem anderen. Ich muss nur noch ihre beiden Herzen zusammenbringen. Diesen letzten Wunsch muss Gott mir erfüllen. Ja, er muss ihn erfüllen. Priya, ich möchte dich mal was fragen. Sag die Wahrheit. Wie viel Zeit bleibt mir überhaupt noch? Arman, du weißt... Dieses todernste Gesicht? Arman, ich habe mich bemüht, so ein Gesicht zu machen. Es ist ein spezielles Arztgesicht. Arman, sei bitte ernst. Ich bin ernst. Was hast du mit Nena gemacht? Was kann ich denn da schon machen? Eigentlich hat Nena ein mentales Problem. Sie glaubt, dass jeder, den sie liebt, sie irgendwann verlassen wird. Und wenn ich sie auch noch verlasse, wird sie völlig durchdrehen. Halb verrückt ist sie ja schon. Ganz nebenbei, du weißt ja wie. Ich auf Frauen wirke. Ich bin ja so sexy, Baby. Ja, ja. Ich bin aber eine Ausnahme. Du bist zu erwachsen. Bei dir dauert's ein bisschen länger als sonst. Du liebst sie wohl wirklich? Ja, das tue ich. Das glaube ich einfach nicht. Ich kenne dich so lange, aber so habe ich dich ja noch nie gesehen. Hm. Wie hat sie das denn geschafft? Ja, es ist schon irgendwie eigenartig. Ich bin mein Leben lang vor der Liebe weggelaufen. Und jetzt, da das Leben mir wegläuft, da verliebe ich mich richtig. Sag mir, Priya, habe ich wirklich nur noch so wenig Zeit? Kann man gar nichts dagegen tun? Sag mir die Wahrheit, bitte. Priya, ich... Also, Arman, du weißt, sobald ich versuche, bitte, jetzt machst du schon wieder dieses dämliche Arztgesicht und stotterst, sobald ich... Mann, das ist nicht sehr witzig. Nein, es ist überhaupt nicht witzig. Ganz und gar nicht. So, und jetzt umarme mich. Nein.
Komm schon, stell dir mal vor. Komm, nimm mich in den Arm und sag, ich liebe dich. Bitte, komm her. Na, wagt es, ja? Macht es. Tatan, tatan, tatan. Ja? Siehst du. Das Schicksal meint es nicht gut mit uns. Endlich hatte mein Herz gelernt zu lieben. Da wurde es gebrochen. Und auch das von Chia. Denn Amman gehört ja schon einer anderen. Ich hab dich sehr lieb, Amman. Und der arme Rohit? Sogar Layla ist nicht mehr allein. Aber Rohit, naja, der schlimmste Schicksalsschlag trifft jemand anderen. Layla, lieb mich nicht, Nina. Svito, jetzt heul doch nicht. Beruhige dich. Ich kann mich nicht beruhigen. Er liebt mich eben nicht. Er sagt, ich bin zu anstrengend. Blöd, Mann. Da kann ich ihn verstehen. Wie gemein das alles ist. Er will nach London gehen. In der Bandvilla dort spielen, hat er gesagt. In der Bandvilla spielen? Ja. Und weißt du, wie diese Band heißt? Die nennt sich die Toten Mimosen. Was für ein dämlicher Name. Taschentuch. Dankeschön. Die Jungen haben Liebeskummer, die Alten dagegen finden zueinander. Und ob ihr es glaubt oder nicht, diese blöden roten Rosen sind wieder bei uns gelandet. Jetzt reicht es langsam. Wenn ich die roten Rosen schon nicht loswerde, dann zumindest das rote Kleid. Hallo, ich möchte dieses Kleid zurückgeben. Die Farbe steht mir nicht. Oh, hallo. Ja, mir auch nicht. Tag. Hat dir wohl nicht gefallen? Nein. Und dir? Nein. Hübsches Kleid. Hübsche Krawatte. Oh, wie ist es denn so gewesen mit Amman? Was? Er ist schon eine Weile verheiratet? Warum hat er das nie erzählt? Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich mich dann verliebt. Hm. Was nun? Ja, was nun? Früher habe ich mich nicht verlieben können. Und jetzt kann ich ihn nicht vergessen. Aber ich muss ihn jetzt wohl vergessen. Sonst bricht es mir das Herz. Für den Rest meines Lebens. Nena. Ich werde immer für dich da sein. Was auch passiert. Warum bist du so nett zu mir? Naja, ich bin eben ein netter Typ. Hättest du dich in mich verliebt, würde es dir nicht das Herz brechen. Rohit. Siehst du, das ist dein Problem. Du nimmst mich nie richtig ernst. Aber ich weiß nicht, wann du es ernst meinst. In diesem Moment. Das glaubst du doch selber nicht. Nein. Wirst du dich jemals wieder in einen anderen verlieben können? Ich sage nichts. Und das sagt alles. Und Rohit hat begriffen. Er muss seine erste Liebe wieder vergessen. Ich muss meine erste Liebe wieder vergessen. Ich muss meine erste Liebe vergessen. Das ist gar nicht so leicht. Die erste Liebe, ja. Die erste Liebe. Es ist wirklich nicht leicht. Es ist wirklich nicht leicht, seine erste Liebe zu vergessen. Meine erste Liebe war der Nachbarsjunge. Meine erste Liebe und meine letzte ist Lachochi. Meine erste Liebe war Shao Kahn. Shao Kahn? Meine erste Liebe ist ein Girl aus Borivari. Sie hat Nein gesagt. Hab sie umgelegt. Rohit, deine erste Liebe darfst du nicht vergessen. Niemals, verstehst du? Ich werde das keinesfalls zulassen. Hör zu, Rohit. Also wenn du mich nicht zurückrufst, dann werde ich etwas unternehmen. Bitte, Rohit. Rohit, bitte, ruf mich zurück. Rohit, bitte. Ja, großartig, mach weiter so. Papa, was soll denn das alles? Lauter nackte Mädchen, amüsier dich, Junge. Aber das hier amüsiert mich nun mal nicht. Das amüsiert dich nicht? Sag mal, ist bei dir alles normal? Wie alles normal? Also, Kandabin meinte, dass du vielleicht... Kandabin, was hat sie wieder gesagt? Sie hat gesagt, dass du vielleicht... Sie hat gesagt, dass du verliebt bist. Woher will sie das wieder wissen? Ja, sie kennt dich von klein auf, da wird sie das wohl wissen. Das spielt keine Rolle mehr. Das beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Gott sei Dank. Gott sei Dank? Ich erzähl dir, dass ich verliebt bin, ja? Ich möchte heiraten, eine Familie gründen. Ich möchte Kinder, ja? Und du? Kinder willst du? Und du meinst, das ist möglich? Natürlich ist das möglich. Warum sollte es nicht möglich sein, hä?
klar, in Amerika ist alles möglich. Nichts bleibt mir erspart. Jetzt bekomme ich auch noch einen Schwiegersohn. Schwiegersohn? Schwiegersohn. Kanter Bean hat mir nämlich erzählt, dass du mit einem... Ach was, ist ja auch egal. Oh, verflixt. Nein, nein. Meine Güte, ich bin in eine Frau verliebt. Nena heißt sie. Ich bin normal, ja? Hörst du, ich bin nicht schwul. Normal bin ich. Ja. Normal, ja. Wo soll da ein Problem sein? Lange Geschichte. Die kannst du nachher erzählen. Komm erst mal mit nach Hause. Mama, was soll das alles? Ein bisschen was zum Trinken und eine Kleinigkeit zum Essen. Schluss jetzt. Ich meine nicht das hier. Das da meine ich da, den Tanz und die Musik. Weißt du, wir proben für unsere Silberhochzeit. Jeder führt irgendetwas vor. Musik, irgendeinen Tanz. Und was machst du? Bitte lasst mich damit in Ruhe. Ich meine, was soll das eigentlich? Und überhaupt, wie ist es möglich, dass ihr erst 25 Jahre verheiratet seid? Ich bin doch schon 28. Nein, 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 das ist nicht so wir. Wir wollen nicht, dass die Nachbarn wissen, wie alt wir wirklich sind. Ein kleines Schwindel muss gestattet sein. Und wir sind ja auch noch jung, Mama. Ja. Was sind das für Frauen? Die sind zum Angeln hier, weißt du. Tja, du bist nun mal ein guter Fang. Papa, was soll das denn? Du vergisst sie am besten. Wir haben schon eine passende Frau für dich ausgesucht. Hier ist ihr Foto. Hier ist ihr Horoskop. Es stimmt alles überein. Das hier ist der Prospekt für die Hochzeitsreise. Mama, seid ihr jetzt alle völlig übergeschnappt? Da ist noch etwas. Wenn ihr einen Sohn bekommt, dann nennen wir ihn Chignes. Und wenn es ein Mädchen ist, dann nennen wir es... Chigisa. Da brauchen wir nämlich nur einen Kosenamen. Chigi. Bist du einverstanden? Nein, ich bin nicht einverstanden. Wieso nicht? Weil ich diese Frau eh nicht heiraten werde. Was? Ich werde überhaupt nicht heiraten. Ja, niemanden. Aber du bist doch normal, oder? Ja, ich bin normal. Das ist es nicht, Vater. Kapier's doch endlich. Ich will nicht heiraten. Warum willst du das nicht verstehen? Ich will nicht heiraten. Ich will es nicht. So ein Jammer. Gut aussehend und reich. Bingo. Entschuldigung. Hi, ich bin Camilla. Ein schöner Name. Aber meine Telefonnummer ist noch schöner. Dann jetzt dran. Was? Die Telefonnummer, schreib sie auf. Ja. Wenn für Rohit das Leben wieder rosig ist, dann kann unsere Familie nicht zurückstehen. Mama, wieder so ein Brief. Persönlich und streng vertraulich und... Na dann, viel Glück. Das hier ist unsere Nena. Sie ist wirklich sehr hübsch. Nena, das sind Camus Bruder und seine Familie. Das da... Das ist meine bessere Hälfte, Pami. Namaste. Das da ist mein ältester Sohn, Mantu. Namaste. Das ist seine Frau, Namaste. Jassi. Und das ist mein schüchterner Sohn, Bantu. Namaste. Ich bin die Älteste, Badi Bici. Weiter im Ritual. Wie bitte? Einen respektvollen Kniefall. Respektvollen Kniefall. Jetzt hätte ich ja fast vergessen, euch meine beiden Enkel vorzustellen. Bagger Zing und Bagger Zing. Sehr erfreut. Zweimal Bagger Zing? Doppelt ist einfacher, so müssen wir uns nur einen Namen merken. Das ist richtig. Oma, kannst du mal mit mir in die Küche gehen? Ich muss etwas mit dir besprechen. Ja, sie liebt mich wirklich sehr. Und ihr fangt schon an zu essen. Ja, wartet schon auf an, uns. Fangt schon an. Was soll das? Was meinst du damit? Erst Camus Bruder. Die Familie ist extra aus Indien gekommen. Sie sind sehr reich. Gut, das sehe ich. Aber was wollen sie hier? Na, sie wollen alles regeln mit der Hochzeit. Oh, toll. Herzlichen Glückwunsch. Wann ist denn deine Hochzeit? Nena! Die können ja alles hören. Ist mir egal. Von mir aus können sie zurückfliegen. Warum sollen sie das tun? Warte, jetzt bist du 23. Wenn du nicht bald heiratest, was werden die Nachbarn sagen? Es ist mir völlig gleichgültig, was die Nachbarn sagen oder was sie nicht sagen. Ich will nicht heiraten. Wieso denn nicht? Also, wenn du eine Hochzeit willst, dann heirate doch selber. Sicher wartet Onkel Chanda schon. Sie können das hören. Seid leise. Siehst du, wie ungezogen sie ist? Das ist alles deine Schuld. Wenn dieses blöde Restaurant nicht wäre, würdest du deine Mutterpflicht nicht so vernachlässigen. Aber das tue ich ja gar nicht. Du vergisst immer, dass ich ja nicht nur Mutterpflichten, sondern auch Vaterpflichten erfüllen muss. Na, und jetzt schon? Hört auf damit! Gerade du redest über Pflichten, über die Pflicht den Kindern in der Familie vorzuleben, was Liebe ist. Die meisten Kinder wachsen doch mit Liebe auf. Wir haben bei euch ja immer nur Hass gesehen. Nichts als immer nur euren Hass. Seit Papas Tod gab es keinen einzigen Tag, an dem ihr euch nicht bekämpft habt. Keinen einzigen Tag. Und wer würde sich schon auf so eine gestörte Familie einlassen? Wer würde mich denn schon heiraten? Sagt es mir, wer würde mich schon heiraten? Hallo? Hallo? Hallo. Hallo. So, ihr wollt also in diese Familie einheiraten? Bloß nicht. Wir sind nämlich alle wahnsinnig und würden euch auch in den Wahnsinn treiben.
Was soll das? Ja, aber jetzt das ess doch. Greif doch bitte wieder zu, bitte. Du liebst Amman, nicht wahr? Aber er gehört einer anderen. Warum hast du dich verliebt? Red keinen Blödsinn, Mama. Hätte ich mich verliebt, wenn ich es gewusst hätte. Nein. Warum musst du denn weinen? Weil ich dich so genau kenne, deshalb weine ich. Du wirst nie wieder darüber hinwegkommen. Du wirst nie wieder glücklich sein können. Du wirst dich nie wieder im Leben verlieben können. Und du wirst nie heiraten. Du wirst allein sein, so wie ich es bin. Wieso ja? Wie kannst du mir zustimmen? Du solltest mich trösten und sagen, nein, Mama. Ich werde mich wieder verlieben, ich werde heiraten und ich werde glücklich sein. Das solltest du sagen. Wie kann ich dich trösten? Ich liebe ihn, Mama. Ich liebe ihn wirklich so sehr. Meine Kleine. Obwohl er mich oft ärgert und mich manchmal zum Wahnsinn treibt und er mich andauernd verfolgt und er belauscht auch fremde Gespräche, aber ich liebe ihn. Wieso liebe ich ihn? Wieso liebe ich ihn nur, Mama? Warum muss mir das denn nur passieren? Was soll ich denn nur machen? Sag es mir. Es wird alles gut. Es wird alles gut werden. Ich weiß es, glaub mir. In diesem Augenblick ist unser Schutzengel hier bei uns. Und mit seiner Hilfe wirst du dich auch wieder verlieben können. Er wird dir beibringen, wieder zu lieben. Dein Leben wird wieder mit Liebe erfüllt sein. Ganz bestimmt, Kind. Jetzt komm, mein Kind. Jetzt gehen wir nach Hause. Komm, steh auf. Auch Amman möchte, dass mein Leben von Liebe erfüllt ist. Von Rohits Liebe. Aber Rohit? Okay, die Dame heißt Camilla. C-A-M-I-L-L-A. Camilla? Das ist ein schöner Name. Sie lieben diese Camilla sicher sehr. Denn diese Kette ist ein sehr kostspieliges Geschenk. $20,000. Uh-oh. Wie viel? $5. Ja, gut, toll. Nicht die roten, bitte. Die bringen mich durcheinander. Gut, dann also die gelben. Okay, viel besser. Danke, war nett, Sie kennenzulernen. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Hallo, Camilla. Hey, Roh. Ich wollte dich gerade anrufen. Wo bist du? Wer, ich? Ich bin im Tempel. Wo denn sonst? Ich bete, dass die Götter dir ein langes Leben schenken. Wirklich? Wow, das ist süß. Sag mal, sehen wir uns heute? Selbstverständlich. Ich kann's kaum erwarten. Dann um 9, ja? Sie haben einen Tisch für zwei, bitte sehr. Wunderbar. Hey! Entschuldige mich kurz. Jerry, mein Lieber. Sie wissen, was zu tun ist. Ja, Madam. Wo ist Rohit? Du bekommst ihn nicht wieder. Hä? Was meinst du damit? Ich will es nicht sagen. Wo ist Rohit? Von mir wirst du es nicht hören. Rohit? Nein, bitte nicht. Hey, Rohit! Nicht, er ist mit einer Frau zusammen. Oh, mit deiner Frau. So ist es, jawohl. Ja, klar, schon kapiert. Wo sind die beiden? Das werde ich nicht sagen. Wieso willst du es mir nicht sagen? Ich sag nichts, kommt nicht in Frage. Lass mich los, ja? Rohit? Ich werde es dir nicht erzählen. Nicht. Am Hafen. Um 9. Geh da. Und mit deiner Frau. Geh da bitte nicht hin. Bitte. Wieso soll ich da nicht hingehen? Kanta bin. Geh nicht hin. Kanta. Eher bringe ich mich um, als dass ich ihr tatenlos zusehe. Es darf für ihn niemand anderen geben. Kanta bin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. 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 Ja, ich will deine Frau werden.
Ladies and Gentlemen, er hat mir gerade einen Antrag gemacht und ich habe ihn angenommen. Ich bin ja so aufgeregt. Komm schon, Ruhig, steh auf und verbeuge dich vor allen. Nicht so schüchtern. Ich bin ja so glücklich. Und du? Ich bin... Ja. Ich bin... Was? Ich bin gleich zurück. Ja, Mama. Hab alles erledigt. Überhaupt kein Problem. Du weißt doch, dass auf mich Verlass ist, oder? Ich flehe dich an. Ich will, dass du mir hilfst. Ich will, dass du machst, dass Rohit Amman verlässt. Rohit heiratet Camilla. Rohit heiratet Camilla. Rohit heiratet Camilla. Herzlichen Glückwunsch. Du heiratest, wie man so hört. Ja, ja. Pamela liebt mich nämlich, weißt du? Ihr Name ist Camilla und sie ist nur hinter deinem Geld her. Bitte? Geld? Jetzt bist du aber ungerecht. Na, und du ein Vollidiot. Also hör mal, diesmal hältst du jetzt dich hör mir lieber mal zu. Du sagst zu ihr einfach, Pamela, Darling, pardon, Verzeihung, Camilla, Darling, ich habe mir überlegt, dass ich das Geld meines Vaters nicht will. Ich will mir lieber was Eigenes aufbauen. Willst du mich trotzdem heiraten? Aber das ist krank, ja. Okay? Und es ist billig. Ja, ich weiß. Ich tue das nicht. Niemals. 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 Camilla, Darling, ich habe mir überlegt, dass ich das Geld meines Vaters, nicht will. Ich will mir lieber etwas Eigenes aufbauen. Willst du mich trotzdem heiraten? Ich würde dich trotzdem heiraten, Rohit. Prosecco? Also ich begreife das einfach nicht. Wie kannst du nur so reagieren? Ich verstehe das nicht. Jetzt hör doch mal. Nein, also ich begreife es nicht. Wie konntest du Naina einfach so gehen lassen? Ich verstehe es nicht. Nun sieh dich an. Ja, ja. Ladies and Gentlemen, willkommen im Irrenhaus. Rohit liebt Naina, aber Naina liebt Rohit nicht. Naina liebt Amman, aber der sagt Rohit, dass er Naina nicht gehen lassen darf. Was so viel bedeutet wie Amman ist vollkommen verrückt. Mit wem redest du? Ich bin nicht verrückt, aber du hast einen Sprung in der Schüssel. Naina liebt mich doch gar nicht. Naina glaubt nur, dass sie mich lieben würde. Ah, sie glaubt es nur. Aha, sie glaubt es nur. Aber was heißt das? Jetzt hör mal, ich bin einfach in ihr Leben reingeplatzt, hab mit ihr geflirtet, hab sie zum Lachen gebracht. Aber dich kennt sie schon so lange, deshalb kommt sie gar nicht auf den Gedanken. Wieso sollte sie glauben, dass du sie auf einmal liebst? Vergiss die Freundschaft, ja, und zeig ihr deine Liebe. Du musst sie ein bisschen anmachen. Und dann muss sie sagen, ja oder nein, Rohit. Aber was machst du? Du fällst auf diese Camilla rein. Lilly. Ja, Camilla. Aber wenn ich ehrlich bin, Camilla hat tolle Beine. Wunderbar. Also wirklich, ja, Beine, das sind die Beine. Halt den Mund. Es geht um Natürlich, Naina, oder? Um Naina. Naina. Naina hat so wunderschöne Augen. Naina hat so ein wunderschönes Gesicht. Und eine wunderbare Stimme. Und eine große Klappe. Und sie hat ein süßes Lächeln. Ja, wenn sie denn mal lächelt. Ja, und sie hat schönes Haar, süßes Hochstellen. Also mir gefällt es besser, wenn sie ihr Haar offen trägt. Ja. Naina. 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 Warum sagst du andauernd Naina? Warum? Deinetwegen, ich bin doch verheiratet. Na, und wenn du nicht verheiratet wärst? Ich wäre jedenfalls nicht so blöd. Würde sie nicht so schnell aufgeben. Schließlich ist Naina einmalig. Hä? Ja, hä? Du hast recht. Was soll ich machen? Gar nichts am besten. Überlass das mal alles mir. Tu einfach nur das, was ich dir sage. Ich habe nämlich einen Plan. 6 Tage. Dann gehört die Kleine dir in 6 Tagen. Wow, großartig. 6 Tage? Warum? Am Sonntag habe ich frei. Ist doch klar. Ach so. Tag Nummer 1. Also Naina wartet hier immer auf mich. Wir beide gehen dann zusammen in den Kurs. Och nein, wie niedlich. Aber heute mal nicht. Warum? Weil ich es sage, darum. Also willst du uns jetzt zusammenbringen oder auseinander? Ich habe da eine Theorie über die Frauen. Je mehr du ihnen hinterherrennst, desto uninteressanter wirst du für sie. Aber wenn du dich stattdessen rar machst, dann verwirrt es die Frauen und sie würden gerne den Grund kennen. Und aus dieser Verwirrung, die typisch ist für die Frauen, müssen wir Kapital schlagen. Jetzt bin ich erstmal verwirrt. Bist du das nicht schon immer? Aber das ist ja dein Charme. Ich kann dir helfen. Vertrau mir einfach. Moment. Steck dir das mal rein. Reinstecken wo? Na, ins Ohr. Oh, ich dachte, du dachtest. Hör mal. Das Ding ist mit meinem Handy verbunden. Ich bin mit dir in Kontakt und kann mit dir sprechen. Was immer ich sage, tu es. Verstanden? Tu es. Ja. Hoffnungslos. Amman, kommen. Kommen, bitte. Amman, bitte kommen. Alpha Bravo Charlie, ich kann dich hören. Ja, hallo. Okay, ich bin jetzt am College. Gut, Alter. Jetzt entspann dich ein bisschen. Sei ganz locker. Ja? Die Krawatte aufmachen und eine andere Gangart annehmen. Was? Ja, du musst anders laufen. Bisschen cooler, du weißt schon. Ja, 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 genau, du hast es. Staying alive, staying alive. Ja, 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 ja. Staying alive, staying alive. Ja, 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 ja. Gut, bist du im Hörsaal? Ja. Dann hör auf zu hampeln. Ja. Kannst du Naina sehen?
Ja. Mach den Mund zu, ja? Okay, und setz dich neben sie. Aber nicht sprechen. Wo warst du bloß? Hab über eine halbe Stunde auf dich gewartet. Ich verstehe das einfach nicht. Andauernd kommst du zu spät. Erklär mir das mal. Rohit? Du darfst dir auf keinen Fall angucken. Sieh zur Decke. Jetzt nach unten. Zur Seite. Aber doch nicht zu ihr. Halte die Hand vors Gesicht. Rohit. Mein Gott. Was ist denn los? Ich rede mit dir. Hörst du nicht? Ich rede mit dir. Rohit! Du musst sie böse ansehen, böse. Bist du krank? Was hast du? Nochmal, das ist viel zu nett, dramatisch. Eins, zwei, zieh drei, mich an, mach schon. Ja, okay, sehr gut. Jetzt musst du dir in der Nase bohren. Nein, das war nur ein Witz. Ich melde mich danach. Over and out. Tag Nummer zwei. Hörst du mich? Ja. Cooler Gang. Was hast du noch? Ja, stay. Nicht neben Nana setzen. Bitte. Und wohin dann? Ist da keine, die sexy aussieht? Oh, hilf mir, das geht da. Okay. Ja. Hallo, ich habe heute Geburtstag. Oh, Glückwunsch. Doch nicht meiner, du Blödmann. Zu ihr sagst du. Hallo, ich habe Geburtstag. Oh, dann herzlichen Glückwunsch. Hallo, ich habe Geburtstag. Oh, dann herzlichen Glückwunsch. Halt ihr die Wange. Geburtstag. Hat Leila das gesehen? Ja. Und jetzt packst du dir. Noch fester. Du musst sie an dich drücken. Noch mehr. Oh. Weiter. Entschuldigung. Over and out. Tag Nummer 3. Hallo, Rohit? Ja, ich höre Amman. Rohit? Ja. Idiot. Hey. Ist da was? Du gehst heute nicht zur Vorlesung. Okay. Ach nö, ich will da aber hingehen. Ach nö, halt die Klappe. Das ist ein total bescheuerter Plan. Ich habe sie schon 3 Tage lang nicht gesprochen. Ich habe sie auch schon 3 Tage lang nicht gesprochen. Ja gut, aber schließlich liebst du sie ja auch nicht, du Blödmann. Ah, das stimmt. Aber hör mal zu, auch wenn Nana jetzt anruft, wirst du nicht mit ihr sprechen. Doch, ich werde mit ihr sprechen. Wirst du nicht? Ich werde mit ihr sprechen. Wirst du nicht? Ich werde mit ihr sprechen. Wirst du nicht? Oh. Ich werde. Nana, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Scheiße. Verzeihung. Deine Mutter. Auf die Mütter ist verlassen. Mama, ich liebe dich, ich liebe... Entschuldigung, ja, Mama, was gibt's? Die Tabletten habe ich genommen. Mama, mach's gut, wiederhören. Was heißt das? 2 Finger, was sonst? Entschuldige, Frau. Siehst du, sie ruft nicht an. Ich kenne Nana, reg dich nicht auf, sie wird dich schon anrufen. Sie wird aufwachen, zum Telefon greifen, aber ihr Ego wird Nein sagen. Vergiss es. Vergiss es. Aber du kennst sie ja, sie wird dich sicher vermissen. Sie wird sich wieder aufsetzen, dann nimmt sie das Telefon, verflucht dich 2-mal. Idiot. Und dann ruft sie dich an. Klingeling. Wer ist da? Das glaube ich, das ist bestimmt wieder deine Mutter. Hallo? Amman! Hallo, Rohit! Amman, gib's mir, Amman! Los, Amman, gib's mir! Oh, nicht schon wieder! Was hat sie denn? Keine Ahnung. Lass mich los! Tja, also ich weiß nicht. Oh, nein! Heute wirst du mit Nana reden und du wirst dir sagen, was wir besprochen haben. Ja, ich denke schon. Klar. Tag, Nana. Tag, Lee. Deine Mitschriften. Gern geschehen. Danke. Tag Nummer 4. Tag, Nana. Ich muss Nein, jetzt Nein, warte weg. Doch mal. Ich versuche schon seit Tagen, mit dir zu Lass sprechen. Mich los. Lass mich bloß los, ja? Ich weiß nicht, was du hast. Vielleicht geht's dir schlecht. Aber ich versuche seit 3 Tagen schon mit dir... Wo warst du, Rohit? Wo warst du, als ich einen Freund gebraucht habe? Ich habe es satt, weißt du. Ich habe es satt, nur ein Freund zu sein. Was? Wie, was? Wenn du lachen oder weinen willst, bin ich gut genug. Aber nicht, wenn es um Liebe geht. Das mache ich jetzt nicht mehr länger mit, klar? Rohit, ist alles in Ordnung? Nein, jetzt hörst du mir mal zu. Wir sind doch Freunde. Ja? Dann hör mir zu. Irgendein kluger Mensch hat mal gesagt, dass mit der Freundschaft die Liebe anfängt und zu Ende geht. Was dazwischen fehlt bei uns noch. Wage doch diesen Schritt. Dann wirst du deinen Weg finden. Denk drüber nach. Denk in Ruhe nach. Du hast viel Zeit. Die gebe ich dir. Du hast mein Leben lang Zeit dafür. Von diesem Moment an war alles anders. Rohit war nicht mehr nur ein Freund, sondern viel mehr. Wie viel mehr, das wusste ich damals noch nicht. Ich wusste es nicht. Tag Nummer 5. Hallo, Nana. Hey. Hallo, Rohit. Hallo, Süße. Na, wie geht's? Na? Oh, das ist für dich. Was ist da drin? Mein Herz, Kleines. War nur ein Scherz. Babe. Hübsches Kleid.
Rot ist die Liebe, ach wenn sie nur für immer bliebe. In deinem wie in meinem Herzen, auf ewig, ohne Weh und Schmerzen. Entschuldige, mein besserer Reim ist mir nicht eingefallen. In Liebe, Rohit. Tag Nummer 6. Was ist das? Warte. Ich bin zwar kein Dichter, doch sehe ich die Lichter. In deinen Augen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Rohit, was ist los? Ich habe eine Bitte. Ich höre. Hier. Ein Tanzkurs. Salsa. Würdest du mit mir hingehen? Ein Tanzkurs? Ja. Meine Eltern, die feiern Silberhochzeit und ich soll irgendwas vorführen. Frag mich weiter, ja? Aber hör zu. Ich kann unsere traditionellen Tänze nicht. Deshalb habe ich mir gedacht, warum nicht Salsa? Ich brauche jetzt nur noch die passende Partnerin dafür. Und da wir doch beide sowieso füreinander bestimmt sind, könnten wir doch schon mal damit anfangen, ja, Babe? Nein, Rohit. Ich will dich nicht heiraten, ich will nur mit dir tanzen. Nein. Sag ja, bitte. Sei still. Das ist der letzte Gefallen, den ich dir tue. Verstanden? Hey, Shakespeare. Das war ja ein prima Gedicht. Das von Herzen kam. Ich liebe sie so sehr. Ich liebe sie auch. Was? War nur ein Witz. Schuft. Selber Schuft. Also dann, bis nachher. Ich bin kein Poet, nein. Aber wenn ich dich sehe, dann spielt mein Herz verrückt. Pausa! बदल रही है रूप जिंदगी छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहां जी भर जियो जो है समा कल हो न हो हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहां जी भर जियो जो है समा कल हो न हो चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से ऐसा जो कोई कहीं है बस वही सबसे हंसी है उस हाथ को तुम थाम लो वो मेहरबान कल हो न हो हर पल यहां जी भर जियो जो है समा कल हो न हो Ah,
Julia. Sehen wir uns nachher. Nein, nein, heute nicht, Kleines. Michael? Darf ich? Hör mal, wir sind verheiratet. Ja, aber das macht doch nichts. Wie wär's mit heute Abend? Psst, zieh auf die Leinwand. Ist gut. Wie wär's denn mit heute Abend? Ho pal ko kele ke saaye paas koi jo aaye laakh sambhalo पागल दिल को दिल धड़के ही जाए पर सोच लो इस पल है जो वो दास्तां कल हो न हो हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी छांव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो है समा कल हो ना हो Hübsche Krawatte. Die rote Krawatte anbei, ab heute ganz die deine sei. Fortsetzung folgt auf Seite 2. Aber denk dir nichts dabei. Entschuldige, aber ein besserer Reim ist mir nicht eingefallen. Nena. Nena. Oh, meine süße Nena. Amann. Rohit, 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 Rohit. Ich liebe dich. Nein, ich liebe dich wirklich, Amann. Danke, Rohit. Und jetzt sieh mich an. Wieso? Was siehst du? Ach, nichts Besonderes. Dann sieh doch mal genauer hin. Was? Na, was gibt's denn schon zu sehen? Na, hier, diese Krawatte. Oh, diese Krawatte. Oh, ich dachte schon. Nena hat sie mir geschenkt. Dezent. Ja, und dein Liebesbrief hat sie auch geschickt. Ah, verstehe. Lieben, lieben, lieben Liebesbrief. Hm, sehr gut, sehr gut. Du bist was Besonderes. Ohne dich hätte das nie funktioniert. Ich weiß, du bist ich ein weiß. Genie. Schon immer. Du bist intelligent. Weiter. Brillant. Hallo. Du solltest ein Buch schreiben, ja. 6 Tage und die Kleine gehört dir. Keine schlechte Idee. Aber ich habe das nur für dich getan. Du hast aber auch Glück gehabt. Ich meine, es hätte ja... Ich habe doch... Ich meine, was habe ich denn schon dazu getan? Du warst es. Du hast es geschafft. Du hast sie davon überzeugt, dass du sie liebst. Du. Du bist großartig. Nein, du bist großartig. Du bist viel zu bescheiden. Nein, mein Lieber, ich habe nichts dazu getan. Nein, nein, du bist viel zu... Jetzt lass mich doch endlich mal ausreden, verdammt. Okay. Die Wahrheit ist, dass Nena durch dich in meinem Herzen ist. In jedem Atemzug, in jedem Herzschlag. In meinem Zimmer. In meinem Zimmer. Entschuldige bitte. Nena. Nein, lass mich. Nena, warte. Lass mich in Nena, Ruhe. Warte. Was? Hat es euch wenigstens Spaß gemacht, ha? Hat es euch Spaß gemacht, mir das Herz zu brechen? 6 Tage und die Kleine gehört dir? Wow, dafür hättet ihr beide einen Preis verdient. Ganz toll, Ruhe, ganz toll. Jetzt hör mir doch mal zu. Nein, jetzt hörst du mir mal zu. Mein Herz habe ich dir geöffnet, weil ich dachte, dass du mein Freund bist. Und was machst du? Du erzählst alles ihm. Na und er? Er spielt mal wieder den Göttergleichen. Und weil er weiß, dass er mich nicht lieben kann, stimmt's? Hat er jemanden gesucht, der mich statt seiner liebt. Und da hat er einfach bei dir angeklopft und dir eingeredet, dass du nicht etwa Freundschaft für mich empfindest, sondern Liebe.
Rohit, was bist du für ein Mensch? Was bist du für ein Mensch? Wie kannst du ihm glauben? Kennst du deine eigenen Gefühle nicht? Nein, ich liebe dich wirklich. Und das ist wahr. Nein, Rohit, es ist nicht wahr. Ich glaube dir gar nichts mehr. Du hast mir das Herz gebrochen und mir sehr wehgetan. Ich weiß, es gab bisher in meinem Leben wirklich nicht viel zu lachen. Ich war nicht glücklich, aber ich hatte wenigstens einen Freund. Und den hast du mir heute auch genommen. Ihr solltet euch schämen. Hör zu, Nena, bitte. Lass mich. Ich möchte dir das Nein. in Ruhe erklären. Nein. Hör zu! Ich will nichts mehr davon hören. Du musst mir nichts weiter erklären. Bitte, lass mich ganz einfach in Ruhe. Was machst du da? Jetzt warte mal. Nena, ich würde dir so gerne sagen, wie sehr ich dich liebe. Jetzt warte doch mal. Warte. Ich liebe dich. Ich liebe dich wirklich sehr. Hier steht, ich liebe dich und wenn ich die Augen schließe, sehe ich immer nur dich, Nena. Und ich sehne mich nach dir, wenn ich die Augen öffne. Und auch wenn du gerade nicht bei mir bist, Nena, kann ich deine Nähe spüren. In jeder Sekunde, in jeder Minute, immer. Nur nach dir suchen meine Augen. Nenn es Liebe, wenn du willst, Schicksal oder Wahnsinn. Für mich macht das keinen Unterschied. Viele Menschen kennen die Liebe, doch meine Liebe ist nicht zu vergleichen, weil sie etwas Besonderes ist, weil sie dir gilt. Und niemals werde ich dich vergessen können. Aber ich will dich auch gar nicht vergessen. Du gehörst zu mir. Und ich werde dich immer lieben, bis ich sterbe und sogar noch darüber hinaus. Ja, Nena. Hier in Rohits Tagebuch steht das. Wie könnte Rohit dir da wehtun wollen? Aber du hast vielleicht eine Klaue, das sag ich dir. Hallo, ich wollte nur gerade... Ich habe nichts davon geschrieben. Du hast es nicht geschrieben, richtig. Aber du hättest es so geschrieben. Ich habe doch nur gesagt, was du für sie empfindest, stimmt's? Weißt du, Frauen stehen nämlich auf solche Sachen. Ich weiß, wovon ich rede. Alles in Ordnung? Dann, ich muss mal telefonieren. Entschuldige mich. Nena? Ja. Entschuldige, Mama. Es ist spät. Mir ist kalt. Ich möchte dir etwas erzählen. Hör einfach zu. Nein, ich... Nena. Eine Beziehung, die ein ganzes Leben lang halten soll, verlangt außer der Liebe auch noch eine gewisse Stärke. Dein Vater hat uns alle so sehr geliebt. Aber er war ein sehr schwacher Mensch. Und deswegen hat er uns verlassen, ohne nur einen Moment daran zu denken, wie wir wohl ohne ihn zurechtkommen werden. Stattdessen Rohit, der ist nicht schwach. Und Rohit liebt dich wirklich sehr. Es fällt dir sehr leicht zu sagen, dass Papa ein schwacher Mensch war. Na und Rohit? Er braucht die Hilfe eines anderen. Damit er es endlich schafft, seine Liebe zu gestehen. Das ist schwach. Ich möchte wissen, Nein. Mama... Was er braucht, ist ein wenig Unterstützung. Was ist daran so schlimm? Sieh mal, Nena. Ich bin mir ganz sicher. Rohit ist kein schwacher Mensch. Er weiß, dass du einen anderen Mann liebst.
Und er ist bereit, diese Liebe zu akzeptieren. Das ist Stärke. Das ist Liebe, Nena. Und wenn du seine Liebe heute zurückweist, ist es die Entscheidung eines Mädchens. Wenn du es morgen bedauern solltest, wird es das Bedauern einer Frau sein. Hallo. Hallo, Rohit. Tag, Nena. Wo bist du, Rohit? Ich bin im Büro. Ich möchte mit dir sprechen. Es ist sehr persönlich. Persönlich und vertraulich. Miss Kapoor? Ach du meine Güte, der muss von Frankie sein. Schwesterherz. Oh, Schwester, 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 Schwesterherz. Weißt du was? Ja, was Hallo, ist ihr beiden. Denn? Was für ein wundervoller Tag. Es ist... Oh, fantastisch. Oh, rate mal, von wem dieser Brief hier ist. Jennifer. Lass den Brief bloß zu, sonst rennt aber... Nein, ich bin hier. Nein, das ist ein Brief von Frankie. Aha, yippie. Was ist passiert? Nena will sich mit Rohit treffen. Die beiden werden ihr allererstes Date haben. Oh, ja, wow. Großartig, finde ich. Und ich habe einen Brief von Frankie. Ja, das sind ja gute Neuigkeiten. Ja, das sind fantastische Neuigkeiten. Ja. Ich habe für den Anlass auch das perfekte weiße Kleid. Wisst ihr was? Ja, Frankie hat geschrieben. Nun hol dir was zu essen, meine Süße. Wieso auf einmal? Ich bin sexy und ein Genie. Oh, ja, das bist du. Arman, gib den Brief her. Jetzt die Ruhe. Sei still. Ruhe. Na, mal sehen, was er schreibt. Er ist nicht von Frankie. Los, beeilt euch, macht schon, stellt euch auf. Sie kommen, gib mir die Schale. Ja. Oh, du bist wunderschön. Aber jetzt seid doch mal ruhig. Kind, du musst den Kopf gerade halten, der böse Blick. Soll dich nie treffen. Jetzt ist es aber genug. Gehen wir. Ja, sexy Baby. Nena. Dein... Ich mag es, wenn sie es offen trägt. Ich finde dein Haar. Was? Offen ist es schöner. So. Schon viel früher geben. Ich habe es nicht gekonnt. Jetzt nimm sie einfach her. Sonst verwecken sie. Nena. Werde meine Frau. Hallo? Ja. Oh.
Ja gesagt. Ja! Ja! Jetzt hört mal alle her! Jetzt kommt mal alle her und drückt mich! Als nächstes müssen Rohits Eltern überzeugt werden. Das ist aber gar nicht so schwierig. Schließlich sind Vegetarier auch nur Menschen. Setzen Sie sich zu uns, Mrs. Kaputt. Jennifer Kaputt. Wie? Jennifer wer? Oh. Das macht nichts. Greifen Sie doch zu. Ja, vielen Dank. Mein Sohn, gib mir das Koks. Keks meinst du sicher? Ja, Koks. Keks. Ich möchte übrigens... Dann wäre ja alles geklärt. Wir werden die Verlobung und unsere Silberhochzeit gleichzeitig feiern. Beides am selben Tag. Und die Hochzeit 2 Tage später. Einverstanden? Na, wenn Sie es sagen. Ja, so machen wir es. Dann sollten wir es auch so machen. Und das Lustige dabei ist, Mrs. Kaputt, wissen Sie... Jennifer Kaputt. Die Hochzeitsmusik können Sie uns überlassen. Sie müssen nämlich wissen, dass meine Frau sehr gern auf meiner Flöte spielt. Wissen Sie, ich habe eine sehr schöne Flöte, nicht wahr? Sehr schön. Blockflöte. Ach, Frau Patel, ich überlasse die Planung der Hochzeit vollkommen Ihnen beiden. Ich bin hier so froh, dass Sie so einen guten Jungen haben. Ja. Wissen Sie, ich vermisse meinen Sohn so sehr. Oh. Ja, es ist schlimm. Rohit hat er schon erzählt. Was ist denn passiert? Herzinfarkt. Oh, ein Herzinfarkt. Wenn Nena und Schiff versorgt sind, dann werde ich beruhigt nach Indien zurückkehren. Na, und was ist mit Chia? Sie gehört nicht zu uns. Das ist nicht wahr. Chia gehört genauso zu uns wie Nena und Schiff. Und mein Mann ist nicht an einem Herzinfarkt gestorben. Er hat sich das Leben genommen. Wieso hast du ihnen die Wahrheit erzählen müssen? Weil man neue Beziehungen nicht auf Lügen aufbauen sollte. Ah, fremde Leute sind ja wichtig. Um uns kümmerst du dich ja nicht. Dir konnte ich doch nie etwas recht machen. Aber ich bin es leid, mit dir zu streiten. Du hast keinen Respekt vor mir. Den werde ich erst haben, wenn du bereit bist, Chia als Enkeltochter anzunehmen. Chia ist nicht meine Enkelin. Und sie wird es nie sein. Blut ist dicker als Wasser. Schluss. Ich will so etwas nie wieder von dir hören. Wieso denn nicht? Also wenn dir die Wahrheit so wichtig ist, dann stell dich ihr doch mal. Du weißt, Chia ist nicht meine Enkeltochter. Zu unserer Familie gehört sie nicht. Sie ist eine Bürde. Daran bist du schuld. Denn du bist es gewesen, die sie adoptiert hat. Durch sie gibt es in dieser Familie keine Freude mehr und keinen Seelenfrieden. Ja, und meinen Sohn, den hat sie auf dem Gewissen. Ich hasse das Mädchen. Aus tiefstem Herzen hasse ich sie. Diese kleine, widerliche... Nein! Die Fehler meines Sohnes zahlen wir doch alle immer noch. Der erste Fehler, das war eure Hochzeit. Der zweite war dann diese Adoption. Er hat noch einen dritten Fehler gemacht. Was erlaubst du dir? Wer bist du, dass du es wagst, dich in Familiendinge einzumischen? Niemand. Nur jemand, der es wagt, ihnen endlich einmal die Wahrheit zu sagen. Eine Wahrheit, die sie niemals sehen wollten. Amman, bitte, Jenny, lass mich, bitte. Sie wollen die Wahrheit wissen, dann müssen sie sie auch ertragen. Über ihren Sohn... und sein außereheliches Verhältnis. Er hat das vor Ihnen allen geheim gehalten. Das Resultat konnte er aber nicht geheim halten. Wissen Sie, wie dieses Resultat heißt? Oh Mann, Jenny, ist ja gut. Ist ja gut. Ich spreche von Chia. Chia. Deren leibliche Mutter sich nie um sie gekümmert hat. Anstelle dieser Frau tat es ihre Schwiegertochter, Jenny. Ihre Schwiegertochter Jenny... hat das Mädchen ins Haus geholt.
Und das, obwohl sie in Shias Gesicht stets das Gesicht der anderen Frau sieht. Und den ständigen Beweis für die Untreue ihres Ehemanns. Aber sie entschied sich, nur diese kleinen Augen zu sehen. Und sie hat beschlossen, diese Augen mit Liebe zu erfüllen. Ihre Schwiegertochter Jenny. Ja, und ihr Sohn hätte verstanden, wenn Jenny verletzt gewesen wäre oder wütend. Aber nicht, dass sie Chia akzeptiert hat. Dass Jennifer so stark war, machte ihm seine eigene Schwäche nur noch unerträglicher. Und dieses Gefühl war verantwortlich für seinen Tod. Nicht Chia. Liebe Jennifer, in den letzten 6 Jahren habe ich mich immer nur danach erkundigt, wie es Chia geht. Und nie danach, wie es dir geht. Aber heute, in diesem letzten Brief, möchte ich dir für alles danken. Danke, Jennifer. Danke. Frauen sind stark genug, die Fehler ihrer Männer zu verzeihen. Aber nur wenige haben die Kraft, diese Fehler auch zu akzeptieren. Und so viel Liebe zu geben, dass diese Fehler keine Rolle mehr spielen. Du hast Chia akzeptiert, als ich, ihre Mutter, es nicht konnte. Und deshalb werde ich für immer in deiner Schuld stehen. Es heißt, wenn ein Mann einen Fehler macht, muss er auch die Stärke haben, den Preis dafür zu zahlen. Aber in all den Jahren, Jennifer, hast du den Preis gezahlt für einen Fehler, den du nicht gemacht hast. Und das alles nur meinetwegen. Verzeih mir bitte, wenn du kannst. Es tut mir leid, Jennifer. Es tut mir unendlich leid. Ich habe dir sehr viel Kummer bereitet. Es tut mir leid. Jenny, verzeih mir. Er war ein guter Ehemann. Er hat doch nur einen dummen Fehler gemacht. Nur einen dummen Fehler. Ja, mein Kind. Ja. Er war ein guter Ehemann. Er war ein guter Ehemann. Er war ein guter Ehemann. Es war ein dummer Fehler. Und so bekommt Chia endlich doch noch eine richtige Familie. Alle Streitereien sind vergessen. Wir beginnen sogar gemeinsam zu beten, wie in einer großen, glücklichen Familie. Auch die Vorbereitungen für meine Verlobung sind in vollem Gange. Und Jean de Bon, der berühmte Pariser Innenarchitekt, kümmert sich um die Halle der Patels. Ja, natürlich. Stück. Draperie! Und nochmal! Von der Familie fortgegangen, folge ich meiner Herzensstimme und meinen Geliebten in seiner... Prima. Bei Ammann dagegen herrscht das totale Chaos. Was macht er denn bloß? Was mache ich denn bloß? Die Götter haben Kantabens Flehen erhört. Rohit heiratet endlich. Ein Mädchen. Ist er nicht süß? Geh weg! Endlich ist der große Tag und jetzt da. Ein wenig Belle Epoque. Und für die Panjabis öffnen sich die Pforten. Sie treten ein in die prunkvolle Welt der Gujaratis. But who are we? Yes, who are we? Kon chhe apde? Say ji. You. Je. Je. Have Jamnagar. Ist schon in Ordnung. Du solltest noch mal das Institut anlassen. Ja, genau. Seid still.
Super war das! Ja! Ganz toll! Die Amateure haben ihre Chance gehabt. Aber jetzt lassen wir endlich die Profis ran. Los, Frankie! Dann leg mal los! तेरे माथे झूमर दमके तेरे कानों वाली चमके है रे माही वे तेरे हाथों कंगना खनके तेरे पैरों पायल छनके है रे माही वे नैनों से बोले रब्बा रब्बा मन में डोले रब्बा रब्बा अमृत घोले रब्बा रब्बा तू सोनिए तेरी आंखें काली काली तेरा गोरा गोरा मुखड़ा है रे माही वे तेरी रंगत जैसे सोना तू चांद का जैसे टुकड़ा है रे माही वे तेरे गाल गुलाबी रब्बा रब्बा चाल शराबी रब्बा रब्बा दिल की खराबी रब्बा रब्बा तू सोनी Hey!
तेरे माथे झूमर थमके तेरे कानों वाली चमके है रे तेरे हाथों कंगना थनके तेरे पैरों पायल छनके है रे नैनों से बोले रब्बा रब्बा मन में डोले रब्बा रब्बा अमृत गोले रब्बा रब्बा चंदमा है वेत सोनी सोनी अच्छा माही वे एवरीबॉडी सिंग सोनी Ist Ihnen auch bewusst, dass ein weiterer solcher Vorfall zu... Ja, ich weiß. Amon, lass uns Priya anrufen. Es geht mir gut, Mama. Priya hat heute ihren Hochzeitstag. Da werde ich Sie doch nicht stören. Nur keine Sorge, Frau Matur, ich habe Sie schon angepiepst. Kein Piepser und kein Handy, das hast du mir doch versprochen. Aber es könnte ein Notfall sein. Im Krankenhaus gibt es doch noch mehr Ärzte. Ab, hey. Weißt du, es ist immer dasselbe. Wieso sind wir denn eigentlich hergekommen? Liebling, nun sei nicht böse, komm mit. Ich werde heute dein ganzes Geld ausgeben. Habe ich dich jemals davon abgehalten? Ich liebe dich, mein Schatz. Also sie ist doch unglaublich teuer. Ach, komm schon, Nena. Sie ist doch so schön. Und noch schöner ist, dass Papa sie bezahlt. Komm schon, sie ist doch reizend. Ja, ganz reizend. Camilla? Camilla? Ach, jetzt komm, sieh dich mal im großen Spiegel an. Ach komm, geh schon. Camilla? Camilla ist tot. Lange Geschichte. Priya, stimmt's? Ja. Ich bin Nena. Nena? Eine Freundin von Amon. Oh, meine Güte, Nena. Amon spricht ja immer zu von dir. Ich hoffe, er sagt mir Nettes. Natürlich. Oh, das ist übrigens Rohit, mein Verlobter. Oh. Rohit, das ist Priya, Amons... Oh, richtig. Guten Freut Tag, mich. Priya. Guten Tag. Ja, ebenfalls. Und
Ihr wollt shoppen? Wir versuchen's. Wie ich. Heute ist nämlich unser Hochzeitstag. Und deswegen gebe ich sein ganzes Geld aus. Siehst du? Oh, also, Amman ist auch hier? Amman? Warum sollte er hier sein? Abhay? Abhay! Abhay, das sind Amans Freunde. Nena und Rohit. Guten Tag. Tag. Das ist Abhay, mein Ehemann. Ehemann? Ehemann? Du hast also wieder geheiratet? Priya, du warst schon mal verheiratet? Und warum hast du mich nicht eingeladen? Abhay, halt den Mund. Einer reicht mir völlig. Übrigens, wir haben uns durch Amman kennengelernt. Er ist ein toller Junge, so voller Leben. Er will immer, dass alle glücklich sind. Und jetzt, wenn ich ihn so sehe... Abhay. Also das ist doch... Ist doch wahr, Priya. Also wenn ich ihn heute so sehe, kann ich kaum glauben, dass ihm nur noch so wenig Zeit bleiben soll. Aber es ist so lieb von euch, dass ihr ihm beisteht in seinen letzten Tagen. Amman bleibt nicht mehr viel Zeit. Hör zu, du sollst lachen, glücklich sein. Lebe und denke nicht an morgen. Das ist Priya, meine Frau. Ich liebe dich. Ich liebe dich mehr als mein Leben. Und ich werde dich immer lieben, Nena. Ich werde dich lieben bis zu meinem Tod. Und darüber hinaus. Mama, ich muss gehen. Bitte. Ich liebe dich so sehr. Du hast mich angelogen. Und du liebst Nena. Du hast uns beide angelogen. Rohit, ich liebe sie nicht, glaub es mir. Jetzt hör auf damit. Es ist genug. Es wird doch nicht anders, wenn du die Finger kreuzt. Du liebst Nena und sie liebt dich, ich weiß es doch. Es ist eure, nicht meine Liebesgeschichte. Ja, aber für eine Liebesgeschichte braucht es zwei Herzen. Und in ein paar Monaten wird mein Herz aufhören zu schlagen. Dann bin ich selbst nur noch eine Erinnerung. Aber du bist Realität. Mit der Realität kann ich schon aufnehmen. Aber nicht mit Nenas Erinnerung an dich. Was heißt dir, du kannst das nicht? Jetzt hör auf! Hör auf! Heißt das, dass du Nena gar nicht so sehr liebst, wie ich immer geglaubt habe? Habe ich mich in dir so getäuscht? Woher willst du das wissen? Wissen, was Liebe für mich bedeutet? Hä? Du weißt gar nichts von meiner Liebe. Nena ist mein Leben. Sie ist mein Ein und Alles. Gut, sie ist dein Leben und das willst du so einfach aufgeben. Versteh mich doch, Rohit. Nena würde mich bald wieder verlieren. Was bleibt dir denn, wenn du auch gehst? Keine Freundschaft, keine Liebe. Ihre Liebe gehört doch dir. Ihre Liebe gehört doch dir allein. Es braucht nur etwas Zeit. Zeit, die ich nicht mehr habe. Verdammt. Verdammt nochmal.
Naina gehört zu dir. Du darfst sie nicht verlassen, hörst du? Und wenn du es nicht für Naina tun willst und auch nicht für dich, dann tu es wenigstens für mich. Erfülle mir meinen letzten Wunsch, Rohit, bitte. Du darfst Naina nicht verlassen, niemals. Niemals. Was würdest du denn tun an meiner Stelle? Ich wünschte, wie ich wünschte, an deiner Stelle zu sein. Das wünschte ich. Denn so sehr, dass du mir deine Liebe hinterlassen willst. Für die Zeit, wenn du nicht mehr da sein wirst, liebst du. Auch wenn es die Liebe eines anderen sein wird. Wieso? Wieso tust du mir das an, Mann? Wieso kannst du mich denn nur so lieben? Ich liebe dich nicht, Nelly. Ich liebe dich doch gar nicht. Hör mal. Ich liebe dich nicht, Naina. Wirklich nicht. Ich liebe dich doch nicht. Nein, meine Naina. Ich liebe dich doch gar nicht. Glaub mir. Niemanden liebe ich. Doch, ich liebe dich, Naina. Ja, ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Bitte lass mich nicht allein, Amman. Sungi vanno chan si chamke mat उत्ते झूमर दमके पलका उठ दिया ने थम दमके मैं वारी जावा अज रज के अपने सारियां नू छेती अपने ने मिल दे जा बन्नो पावे खुशियां ते दिलदारियां तू पावे अरमा सब दिल दे इतनी है तो मिलना यहां
चल हो ना हो अब दूरियां इतनी है तो मिलना यहां कल हो ना हो को है गम क्यों आंख है नम क्यों होना ही था जो हुआ है उस बात को जाने ही दो जिसका निशान कल हो ना हो हर पल यहां जी भर जियो जो है समा कल हो न हो
Jenny. Sei doch nicht so frech. Gute Nacht, mein Herz. Danke, Pretty Woman. Esel.
20 Jahre später. Und so ging er von uns. Und wir blieben zurück ohne ihn. Er lebt in unserer Erinnerung. Und die ist für mich in all den Jahren das Wichtigste gewesen. Amman war meine erste Liebe. Und deine wohl auch. Nicht wahr, Chia? Ich werde Amman niemals vergessen. Durch ihn habe ich erst erfahren, was Liebe ist. Gelernt, das Leben und mich selbst zu lieben. Und Rohit. Ja. Ich werde ihn niemals vergessen. Wir. Wir? Wir werden ihn niemals vergessen. Hallo, Schatz. Hallo. Mama! Ich friere so. Können wir bitte wieder reingehen? Wir kommen gleich. Kommt schon, kommt schon. Jetzt warte doch, Priya. Übrigens, ich muss dir was sagen. Was? Dass ich dich liebe. Jedes Mädchen träumt davon, in ihrem Ehemann einen guten Freund zu haben. Aber ich hatte das Glück, in meinem besten Freund einen Ehemann zu finden. Ich bin Nena Catherine Kapoor Patel. Und das war meine Geschichte. Thank you.